Ich habe eigentlich keine offenen Rechnungen mit Menschen. Außer, du weißt schon. Mein Name ist Stefan Ramsdorf. Ich leite die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ich möchte zunächst aber ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin von Hause aus Meeresforscher, Physiker und Meeresforscher. Ich habe in Neuseeland in der Ozeanographie promoviert, dabei auch Forschungsfahrten gemacht, Messungen auf See. Hier sieht man mich auf diesem Foto bei einer solchen Messung im Südpazifik. Stefan Ramsdorf bezeichnet die Argumentation mit der globalen Absoluttemperatur laufend als angebliches Verwirrspiel. Ramsdorf hat darüber auch vor 2 Jahren im Februar 2018 einen Blogtext verfasst, mit dem er und seine Mitläufer ebenfalls laufend argumentieren, ohne allerdings zu berücksichtigen, dass wir seinen Verwirrspiel-Blogtext mit unserem eigenen Blogtext im Detail zerpflückt und widerlegt haben. Auch die deutsche Bundesregierung hat am 20. März 2020 bei einer umfangreichen Anfrage der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag unter anderem mit diesem perfiden Verwirrspiel-Blogtext von Stefan Ramsdorf argumentiert, ohne allerdings die in den Fragestellungen aufgestellten Widersprüche damit konkret zu entkräften. Im Übrigen ist es schlichtweg gelogen, wenn die deutsche Bundesregierung heutzutage behauptet, sie würde den absoluten Globaltemperaturreferenzwert nicht verwenden, denn die Pressemeldung der deutschen Bundesregierung vom 26. Februar 2015 beweist eindeutig das Gegenteil. Denn sowohl damals im Februar 2015 als auch heute im März 2020 hieß die verantwortliche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ganz armselig sind die Reaktionen von TV-Journalisten von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, wenn man sie auch nur andeutungsweise mit unseren kritischen Klimarecherchen konfrontiert, wie zum Beispiel Daniel Bröckerhoff vom ZDF, der bei den Fridays for Future im März 2020 während der Corona-Zeit ein sogenanntes Webinar auf YouTube veranstaltet hatte. Hören Sie mal. Manchmal, dass am Ende dann Buchempfehlungen gegeben wurden. Ich würde eine Frage noch gern von unserem sehr aktiven User Klimamanifest Heiligenbrück beantworten. Ob ich immer sicher sein kann, dass mir nicht womöglich wichtige Fakten als Informationen fehlen und ich deshalb auf die falsche Sicht der Dinge reingefalle? Gar nicht. Das ist das große Berufsrisiko von Journalisten, weshalb wir unsere Quellen immer doppelt und dreifach versuchen zu checken. Aber natürlich falle ich auch auf sie rein. Das passiert mir auch regelmäßig. Es geht gar nicht anders. So. Genau wie Ärzte Behandlungsfehler machen und ein Handwerker eine Wand falsch verputzt. Das ist einfach echt ein Problem. Das ist natürlich hier ein Problem, weil uns dann immer nachgewiesen werden kann, ja, da ist ein Fehler gemacht und da, aber das ist Berufsrisiko. Deshalb mein Tipp, Herr Bröckerhoff, nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie nun dieses Video, damit Ihnen nicht weiterhin die gleichen Fehler passieren und Ihnen dann irgendwann niemand mehr zuhört. Oder auch die Antwort, die Stefan Ramsdorf selbst dem ehemaligen Fokus-Journalisten Oliver Janich auf eine Debattenanfrage im September 2019 gegeben hat. Ramsdorf vergleicht darin Kritik am menschengemachten Klimawandel mit Kritik an der Mondlandung von Apollo 11. Ganz übel, dieser Vergleich. Aber die Vorgehensweise mit diesen perfiden Analogien ist sehr bekannt. Wie zum Beispiel der gezinkte Würfel. Jetzt kommen wir mal zur wissenschaftlichen Seite. Ich vergleiche das immer gerne mit dem berühmten gezinkten Würfel. Oder das Flugzeug, was abstürzen wird. An einem Flugzeugbeispiel erklären. Wissen Sie, wenn Sie wüssten, dass ein Flugzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 10% abstürzen würde, Sie würden es nicht besteigen. Aber beim Klima muss man immer diese 100%ige oder 90%ige Wahrscheinlichkeit haben. Das widerspricht völlig unserer alltäglichen Lebenspraxis. Oder der Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Beim Klimawandel, das kann man eigentlich übersetzen wie so ein Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Ja, das war ja auch ein tolles Bild von dir. Das war ja so Armageddon-mäßig. Ne? So, genau, ja. Wenn man diesen dann sieht. Aber jetzt kommt der Klimawandel. Und der Klimawandel ist im Grunde genommen dasselbe, aber in Superzeitlupe. Mhm. Und eine Superzeitlupe hat für uns den Nachteil, dass wir sie nicht mehr sehen. Wir sehen die Bewegung dessen, was da ist, nicht. Oder die Erde, die Fieber hat. Ja, ich will es mit einem Sinnbild, mit einer Metapher Ihnen erklären,
Die globale Mitteltemperatur ist so etwas wie die Betriebstemperatur des menschlichen Körpers, nicht? Wenn Sie 2 Grad sozusagen erhöhte Temperatur haben, es ist Fieber, das ist schon ziemlich unangenehm, vor allem für Erwachsene. Legen Sie jetzt die 4 Grad drauf oder die 5 Grad gar, die Sie erwähnt haben, dann ist das das Ende. Kommt kompletter Wahnsinn! Wir werden alle sterben! Um nur einige dieser perfiden Analogien zu nennen, die von den unzähligen Widersprüchen der angeblich seriösen Klimawissenschaft seit Jahren ablenken. Frage nicht nur an Oliver Janich: Wie will und kann man mit solchen Leuten eine seriöse wissenschaftliche Debatte führen? Geht nicht, kann man vergessen. Man kann auch mit dem Papst in Rom keine wissenschaftliche Debatte über die Existenz von Gott führen. Geht auch nicht, funktioniert auch nicht. Richtig. Denn im November 2019 bei der Uni Mainz hat dann Rahmsdorf offenbart, wie er wirklich über Wissenschaftler denkt, die den angeblichen Treibhauseffekt anzweifeln. Und deswegen ist die erwärmende Treibhauswirkung von CO2 wissenschaftlich zweifelsfrei belegt. Und ich würde Leute, die das Gegenteil behaupten, es gibt es tatsächlich einfach als Scharlatane bezeichnen, auch wenn das mir sicherlich dann von entsprechender Seite vorgeworfen wird. Gut, wer holt sich schon gerne einen Feind ins Haus, um mit ihm Argumente auszutauschen? Das ist klar. Aber der Diskurs, der steht im Zentrum wissenschaftlicher Tätigkeit, die Auseinandersetzung von Argumenten. Also der eine sagt was, der andere hört zu und so weiter. Aber das ist nicht alles. Aber dieser Diskurs ist der Anfang davon. Also gut, Herr Rahmsdorf, wo Sie doch als Klimafolgenforscher so gerne mit Analogien argumentieren, sollten Sie mal eine Antwort auf die lapidare Frage geben, warum ein Eiswürfel einen warmen Kaffee von selbst nicht weiter erwärmen kann. Denn aus dem gleichen Grund kann auch die unbestritten kältere Kohlendioxidstrahlung die wärmeren erdnahen Luftschichten nicht weiter erwärmen. Aber eine wissenschaftliche Debatte über diese Analogie darf man mit ihnen aber nicht führen. Wohl deshalb, weil im Gegensatz zu den 4 vorgenannten Analogien die Eiswürfel-heißer-Kaffee-Analogie mit dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik ein physikalisches Gesetz als Grundlage hat. Und ein Harald Lesch weiß das auch sogar. Ja, ja. Das ist eines der grandiosen Themen der Physik, wie Dinge eigentlich passieren. Die passieren nämlich nur dann, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Zum Beispiel gibt es ein ganz einfaches Beispiel, das wissen wir alle. Wenn man etwas hat, was wärmer ist als etwas anderes, das heißt, das andere ist kälter, also 2 verschiedene Temperaturen, von wo nach wo wird die Temperatur sich bewegen? Wird das Kalte wärmer oder wird das Warme kälter? Ne? Ja. Es ist genau so, dass das Warme immer kälter wird. Es fließt die Energie vom Warmen zum Kalten. Oder andersrum gesagt, wenn man zum Beispiel einen Topf hat mit kaltem Wasser, dann, und in diesem Topf liegt eine Kartoffel, die noch kühler ist, dann wird diese Kartoffel nicht von alleine anfangen, quasi gekocht zu sein. Das passiert nicht. Solche Vorgänge passieren nicht. Es passiert immer nur vom Warmen zum Kalten und nicht vom Kalten zum Warmen. Diesen Übergang vom Kalten zum Warmen, den kann man nur mit Hilfe von Maschinen antreiben, wenn man diesen Unterschied ausnutzen will. Von alleine, also natürlich, passiert nur etwas vom Warmen zum Kalten. Aber es geht auch anders, Herr Rahmsdorf. Ihnen als eigentlichen Scharlatan das Handwerk zu legen. Deshalb wird es nun höchste Zeit, auf Grundlage der umfangreichen Recherchen in dem nun folgenden Video nachzuweisen, dass Stefan Rahmsdorf und auch die gesamte Gilde der weltweiten Klimafolgenforscher es selber sind, die dieses Verwirrspiel mit der globalen Absoluttemperatur seit nunmehr über 30 Jahren betreiben. Wir sind nur diejenigen, die dieses Verwirrspiel der Klimafolgenforschung aufdecken und in diesem Video im Detail belegen werden, warum die These vom menschgemachten Klimawandel definitiv ein Schwindel ist. Herr Limburg, Sie sagen ja, der menschengemachte Klimawandel sei Schwindel. Können Sie uns die These des menschengemachten Klimawandels widerlegen, kurz und bündig, sofern das geht? Ich drehe es um. Können Sie es belegen? Anstatt mit einer Gegenfrage zu antworten,
Warum hat Michael Limburg, der ORF-Journalistin, nicht einfach zum Beispiel die einschlägigen drei Seiten aus dem Buch »Der Klimawandel« von Schellnhuber und Rahmstorf gezeigt? Und wir werden in dem nun folgenden Video noch weitere Argumente und Nachweise aus allererster Quelle vorlegen, warum die Gefährlichkeit der Erderwärmung definitiv ein Schwindel ist. Konkreter Anlass für dieses kritische Video über den Klimafolgenforscher Stefan Rahmstorf waren seine bedenklichen Behauptungen bei seinem Vortrag bei der Uni Mainz am 2. November 2019. Deshalb werden wir nun in den nächsten gut 120 Minuten über weitere Rahmstorf-Täuschungen, unter anderem durch Weglassen und durch Manipulation von wichtigen Fachbegriffen, im Buch »Der Klimawandel« informieren. Über die Täuschung informieren, die Stefan Rahmstorf mit einer vermeintlichen Exxon-Grafik aus dem Jahr 1977 sowohl bei seinem Vortrag als auch in seiner Spiegel-Online-Kolumne im November 2019 abgezogen hatte. Und Sie werden auch nebenbei erfahren, wie Sie im Herbst 2019 bei den drei deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ZDF, ORF und SRF getäuscht worden sind, als dort die deutschsprachige Variante der BBC-TV-Dokumentation »Klimawandel – Die Fakten« ausgestrahlt worden ist. Aber wir liefern noch viel, viel mehr kritische Detailinformationen, deren Quellenlinks wir allesamt in der Infobox bzw. auf unserer Webseite zu diesem Video bereitstellen werden. Das regt die Fantasie an, oder? Am 2. November 2019 hielt Stefan Rahmstorf im Rahmen der Universität in Mainz einen Vortrag mit dem Titel »Menschheit in der Klimakrise – Die wichtigsten Daten und Fakten«. Im Anschluss an seinem Vortrag wurde Rahmstorf mit der sehr elementaren Frage einer Zuschauerin konfrontiert. Die Dame auf der linken Seite, es gibt ganz viele Meldungen, wir beginnen dort hinten auf der linken Seite. Ja, vielen Dank. Ich bin an einem Forschungsinstitut und dort neulich gefragt worden und ich konnte es nicht richtig beantworten. Sie geben und generell in der Wissenschaft wird die Erwärmung ja immer in relativen Werten angegeben und ich bin gefragt worden, wie denn die absolute Erwärmung der Erde mittlerweile sei. Und Sie hatten in einer der ersten Folien ja gezeigt, durch den natürlichen Treibhauseffekt sind wir bei plus 15 Grad. Also die Frage dieses Herrn war tatsächlich, was ist denn die absolute aktuelle Durchschnittstemperatur? Ja, das wundert mich nicht, dass Sie das gefragt wurden, weil das ist ein Thema, was die AfD zum Beispiel pusht, was aus so einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Das Argument geht so, meistens wird es noch so verdreht, habe ich das gerade wieder gelesen, wir Klimaforscher und ich persönlich würden behaupten, 15 Grad sei die optimale Temperatur und da seien wir ja noch drunter, also kann es ja eigentlich kein Klimaproblem geben. Das Problem dieser Argumentation ist, dass wir die absolute globale Temperatur gar nicht genau kennen, nur auf etwa 1 Grad genau, deswegen sagt man immer rund circa 15 Grad, weil sie dazu wahnsinnig viele Messstationen bräuchten, denn schon über wenige Kilometer ändert sich die Temperatur ja drastisch. Denken Sie nur am Gebirge, wenn jetzt Sie im Tal eine Wetterstation haben und dann müssten Sie schon, wenn Sie 1 Kilometer weiter messen, aber da ein Höhenunterschied ist oder auch überhaupt auch die Topografie hat ja auch sonst Einfluss auf die Temperaturen, bräuchten Sie schon ein paar Kilometer weiter noch eine Wetterstation und so weiter, um wirklich einen detaillierten, korrekten, globalen, absoluten Mittelwert zu bestimmen. Die Temperaturveränderungen, die sind aber großräumig korreliert, die haben einen Korrelationsradius von über 1000 Kilometern. Und das heißt, wenn es jetzt, sagen wir mal, in Bayern in der Monatsmittelwert, Mitteltemperatur, um die geht es ja auch nur nicht um Tageswerte oder so, gerade besonders warm war, ist es wahrscheinlich in einem Radius von 1000 Kilometer drumherum auch besonders warm. Also das ist damit ausgesagt.
Und das haben die Forscher natürlich bei ihren Unsicherheitsanalysen der globalen Temperaturmessungen detailliert durchgerechnet und festgestellt, mit dem globalen Messnetz, was wir haben, können wir die globale Durchschnittstemperaturabweichung relativ zu einer Basisperiode mit einer Unsicherheit von einigen Hundertstel Grad bestimmen. Aber obwohl wir die globale Absoluttemperatur nur mit einer Unsicherheit von etwa 1 Grad bestimmen können. Das heißt, oder anders formuliert, wir wissen nicht, ob diese 1 Grad globale Erwärmung jetzt von 14 auf 15 oder von 14,5 auf 15,5 Grad gewesen ist. Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen aber, dass es 1 Grad Erwärmung war. Und es ist auch völlig egal, was der Absolutwert ist, weil da geht es ja letztlich um Werte, die Sie gar nicht kennen, weil Sie da keine Messdaten haben, aber wo Sie wissen, das hat sich alles um 1 Grad erwärmt. Und das Problem ist ja nicht, ob die globale Temperatur 15 Grad ist, sondern das Problem ist, dass sie sich um 1 Grad erwärmt hat gegenüber dem, was vorher war und woran die ganze Biosphäre angepasst ist, mit dem Wert der Meeresspiegel im Gleichgewicht war und so weiter. Es ist die Veränderung, die die Probleme macht, und nicht irgendein Absolutwert. Also von daher ist der Absolutwert erstens nicht genau bekannt, zweitens irrelevant. Wenn Sie es genau nachlesen wollen, mein Blogartikel dazu bei den Scilogs heißt Verwirrspiel um die absolute globale Mitteltemperatur. Wenn Sie übrigens solche Skeptiker-Argumente hören, der Blog hat eine Suchfunktion, also da können Sie auch schauen, habe ich dazu schon mal was geschrieben. Es gibt aber auch, zwar leider nicht auf Deutsch, aber englischsprachig, skepticalscience.com, die enzyklopädisch praktisch jedes dieser Klimaskeptiker-Argumente aufdröseln. So, diese Antwort von Ramsdorf auf diese elementar wichtige Frage kann und darf natürlich nicht so stehen bleiben. In diesem Video werden nun nachfolgend die Weglassungen und Unwahrheiten in der Antwort von Ramsdorf im Detail entlarvt und das auch noch mit Hilfe seiner eigenen Behauptung in seinem Vortrag, wodurch sich Ramsdorf selbst als Schwindler, Gauner und Scharlatan entlarven lässt, aber der Reihe nach. Denn die Dame stellte ihre Frage sehr gezielt, indem sie mit den 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt argumentierte, was genau der richtige Ansatz ist. Und Sie hatten in einer der ersten Folien ja gezeigt, durch den natürlichen Treibhauseffekt sind wir bei plus 15 Grad. Hier nun der Ausschnitt aus dem Vortrag von Ramsdorf am gleichen Tag, den die Dame bei ihrer Frage meinte. Wie warm muss eigentlich ein Körper sein, um so viel Wärme abzustrahlen? Das ist ein Gesetz der Physik, das kann man mit der Stefan-Boltzmann-Gleichung ausrechnen. Und da stellt man fest, minus 18 Grad Celsius. Nun wissen wir alle, die Erde ist nicht im Mittel minus 18 Grad Celsius warm, sondern etwa plus 15 Grad. Diese minus 18 Grad, die nennt man auch die Strahlungstemperatur. Man muss eben, oder die Oberfläche quasi muss, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, eben entsprechend mehr Wärme abstrahlen, um trotzdem noch die ankommende Sonnenstrahlung und die Rückstrahlung, die aus der Atmosphäre kommt, auszugleichen. Und deswegen ist sie eben wesentlich wärmer, um so viel mehr abstrahlen zu können, nämlich, wie gesagt, im Mittel plus 15 Grad statt der minus 18 Grad, die ohne Atmosphäre, ohne Treibhauseffekt ausreichen würde, um die ganze Sonnenwärme wieder loszuwerden. Ramsdorf hat in seinem Vortrag auch nicht erwähnt, dass die 15 Grad aus dem angeblichen Treibhauseffekt auch durch die 390 Watt pro Quadratmeter als Erdbodenabstrahlung in der Trenbird-Grafik erkennbar sind. Denn schon 1988 stand in der Bundestagsdrucksache der Enquete-Kommission: Die Infrarotabstrahlung an der Erdoberfläche dank des Treibhauseffektes beträgt bei der mittleren Erdoberflächentemperatur von plus 15 Grad Celsius gemäß dem Strahlungsgesetz von Stefan Boltzmann 390 Watt pro Quadratmeter. Stefan Ramsdorf erwähnt in seinem Vortrag zwar auch Svante Arrhenius, aber Ramsdorf vergisst merkwürdigerweise zu erwähnen, dass auch Svante Arrhenius die 15 Grad als Erdmitteltemperatur angenommen hatte. Ramsdorf erwähnt in seinem Vortrag auch den Revell-Report und dort stehen auch die 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt, was wir im Anschluss an den folgenden Ramsdorf-O-Ton belegen werden. Schon 1965 hat der berühmte Revell-Report
ein Expertengremium, was von Roger Revelle in den USA geleitet wurde, im Auftrag von Präsident Lyndon B. Johnson, in diesem Bericht vor der kommenden globalen Erwärmung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gewarnt und auch vor Folgen wie Meeresspiegelanstieg und so weiter, die Arrhenius offenbar nicht auf dem Schirm hatte, wenn er die Erwärmung gerne herbeirufen wollte. Und es wurde also damals 1965 bereits dringend davor gewarnt, dass wir vor Beginn einer globalen Erwärmung stehen. Und der Revelle-Bericht hat gesagt, wir können die noch nicht quantifizieren, aber schon in wenigen Jahren wird die Klimaforschung so weit sein, dass sie quantitative Prognosen machen kann über diese Erwärmung. Und genau das ist dann auch in den 70er Jahren passiert. Es gibt eben aus den 70er Jahren in Nature and Science die ersten Papers, die auch im Wesentlichen völlig korrekt das Ausmaß der globalen Erwärmung bis heute prognostiziert haben. Und auf Seite 121 in diesem Revelle-Report findet man unter der Überschrift Mögliche Auswirkung von erhöhtem atmosphärischem Kohlendioxid auf das Klima folgende Passage. Eine der jüngsten Diskussionen über diese Effekte liefert Möller, 1963. Er betrachtet das Strahlungsgleichgewicht an der Erdoberfläche mit einer durchschnittlichen Anfangstemperatur von 15 Grad Celsius, in Klammern 59 Grad Fahrenheit, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75% und 50% Wolkenbedeckung. Und den Gleichgewichtswert erwähnte auch Rahmstorf in seinem Vortrag einige Sekunden vorher, ohne allerdings den Temperaturwert von 15 Grad als Gleichgewichtswert zu nennen. Wenn man von einer Klimasensitivität von etwa 3 Grad für CO2-Verdopplung ausgeht und dann auch noch berücksichtigt, dass es durch die thermische Trägheit der Ozeane so ein gewisses Hinterherhinken der Erwärmung hinter dem Gleichgewichtswert gibt. Und der im Revelle-Report erwähnte Fritz Möller ist der Mentor und Lehrmeister, bei dem auch Hartmut Grassel sein Klimawissen erhalten hat. Vor 25 Jahren begann ja die Debatte um den Klimawandel und als Sie damals darauf aufmerksam gemacht haben, hat man Sie für einen Scharlatan erklärt. Wieso haben Sie damals diese Entwicklung kommen sehen? Weil ich als junger Student in München einen Lehrer hatte, der mir erklärt hat im allerersten Semester, es war Fritz Möller, wie der Treibhauseffekt der Erdatmosphäre funktioniert, welche Substanzen dabei wichtig sind, Wasserdampf, Kohlendioxid und Ozon. Und er in seiner Doktorarbeit 1932 die Berechnung von Strahlungsflussdichten für diese Gase gemacht hatte und amerikanischen Kollegen gezeigt hatte, wie man so etwas in ein allgemeines Zirkulationsmodell steckt. Und das habe ich im ersten Semester erfahren. Und damit war ich vorgeprägt. Und der so vorgeprägte Hartmut Grassel hat seine Klimawandelkompetenz bekanntlich unter anderem an Carsten Schwanke weitergegeben. Mein heutiger Gast ist ein international renommierter Klimaforscher. Früher war er oft auf Forschungsreisen unterwegs, zum Beispiel auch im Inlandeis Grönlands. Später immer häufiger auf internationalen Klimakonferenzen. Für mich ist es eine ganz besondere Freude, ihn hier heute begrüßen zu dürfen, denn er war mein Meteorologieprofessor in Hamburg. Bei ihm habe ich Vorlesungen gehört, bei ihm habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Ich freue mich ganz besonders auf Professor Hartmut Grassel. Und alle die genannten Klimawandelfachleute argumentieren nachweislich mit den 15 Grad Celsius als globalen Treibhauseffekt-Gleichgewichtswert, der als solcher Gleichgewichtswert auch im letzten, das heißt fünften IPCC-Bericht 2013 steht. Und hören Sie auch mal, was der Medienwissenschaftler und Philosoph Norbert Bolz im Jahr 2014 zu einem angeblichen Gleichgewicht in komplexen Systemen, wie zum Beispiel eben der Atmosphäre, gesagt hatte. Dort auch den funktioniert. Den Wald zu pflegen, ja, also, und ihn zu erhalten. Und dann aber auch rasch festgestellt habe, dass in komplexen Systemen so etwas wie Nachhaltigkeit unmöglich ist. Damals hatte ich sehr intensiven Kontakt mit der sogenannten Systemtheorie der Gesellschaft, die unsere Welt als
Welt von komplexen Systemen schildert mit einer sehr eigenen Dynamik, die auf jeden Fall nicht auf diese wunderbaren Gleichgewichtsmodelle zurückzuführen ist. Der Mathematiker Thom hat einmal eine sogenannte Katastrophentheorie aufgestellt als Mathematiker, und er meint damit nicht die spektakulären Fernsehkatastrophen wie Tsunamis oder sowas, sondern er meinte einfach extreme Form von Unordnung und hat dann gesagt, dynamische Systeme wie unsere moderne Gesellschaft stürzen gewissermaßen von Unordnung zu Unordnung. Ja, und diese Bewegung ist die Normalität. Das klingt nicht besonders nett. Ich weiß genau, alles ist balanciert. Nicht nur jeder Manager. Aber das Interessante ist eben gerade, dass der Grundgedanke der Grünen, nämlich es gäbe eine Balance zwischen Gesellschaft und Umwelt im Sinne von Natur, dass der sich nicht verträgt mit der Theorie komplexer Systeme. Das auszusprechen ist eigentlich Sache von Wissenschaftlern, würde ich sagen. Aber leider Gottes gibt es unendlich viele, die Gefälligkeitswissenschaftler geworden sind. Also genau das aussprechen und mit wissenschaftlichen Formeln, wenn man so will, garnieren, was Politiker vor allen Dingen, aber eben auch eine erregte Öffentlichkeit gerne hören möchte. Insofern sehe ich darin keine Gegenprovokation. Da fühle ich mich eigentlich als Wissenschaftler, wenn ich sage, das gibt's nicht. Sie haben nun gehört und gesehen, wie auch Rahmstorf mit den 15 Grad als Gleichgewichtswert aus dem natürlichen Treibhauseffekt argumentiert. Und die Frau aus dem Publikum kritisierte also indirekt mit ihrer Frage, dass dieser Gleichgewichtswert von 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt seit über 150 Jahren gar nicht überschritten worden sei, weil die absolute Globaltemperatur, diese 15 Grad Celsius, bis heute überhaupt nicht erreicht, geschweige denn je überschritten hat. Außerdem suggeriert Rahmstorf bei seiner Antwort an die Frau, dass der Treibhauseffekt-Temperaturwert angeblich gleichzusetzen sei mit dem globalen Durchschnittstemperaturwert, was aber in Bezug auf die Herleitung und Ermittlung dieser beiden Werte nicht stimmt und eine der Haupttäuschungsmethoden der Klimafolgenforschung ist. Wenn dann Rahmstorf in seiner Antwort über dieses sehr wichtige Argument lapidar und abfällig sagt, das ist ein Thema, was die AfD zum Beispiel pusht, was aus so einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Lustig, Stefan Rahmstorf meint uns, das Klimamanifest von Heiligenrot, sagt es aber nicht. Ja, es ist richtig, dass wir als Klimawandel-Gallier dieses Argument entschlossen verwenden, weil, und das verschweigt Rahmstorf ebenfalls, die Klimafolgenforschung dieses Argument vor über 30 Jahren explizit verwendet hatte, um damit die Gefährlichkeit der Erderwärmung zu begründen. Und dieses Argument steht bis heute in deutschsprachigen Schulbüchern und Lern-DVDs zum Treibhauseffekt und noch viel, viel mehr. Aber auch das verschweigt Rahmstorf. Und dann sagte Rahmstorf auch noch das. So einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Das Argument geht so, meistens wird es noch so verdreht, habe ich das gerade wieder gelesen, wir Klimaforscher und ich persönlich würden behaupten, 15 Grad sei die optimale Temperatur und da seien wir ja noch drunter, also kann es ja eigentlich kein Klimaproblem geben. Ja, richtig, Herr Rahmstorf. Sie geben diese Argumentation vom Prinzip her genau richtig wieder. Allerdings täuschen Sie gleichzeitig Ihre Zuschauer, wenn Sie andeuten, Sie und Ihre Kollegen von der Klimafolgenforschung hätten dieses Argument angeblich nie verwendet und würden es auch angeblich nicht verwenden. Aber diese Täuschung weise ich Ihnen trotzdem nachfolgend mehrfach in Ihrem laufenden Vortrag nach. Auch wenn der Ausdruck 15 Grad ist die optimale Temperatur in der Regel nicht wörtlich verwendet wird, so ergibt sich diese Argumentation aus dem offenkundig logischen Zusammenhang. So erwähnen Sie in Ihrem Vortrag erneut James Hansen. Und erst 23 Jahre nach dem Revell Report hat Jim Hansen berühmterweise dem amerikanischen Senat 1988 gesagt, die lange vorhergesagte Erwärmung, die ist jetzt da. Und ich erinnere mich, damals war ich gerade Doktorand in Neuseeland und es gab durchaus kontroverse Debatten, dass Jim Hansen das öffentlich verkündet hat, die globale Erwärmung, die sehen wir jetzt in den Daten. Es gab, sagen wir mal,
eher etwas konservativere Professoren, die das kritisch sahen und gesagt haben, na, da hat er sich ja vielleicht ein bisschen zu weit vorgewagt. Vielleicht kann man es ja doch noch mit natürlichen Schwankungen irgendwie erklären, was wir jetzt sehen. Aber die Geschichte hat Jim Henson auf jeden Fall seither recht gegeben. Heute bezweifelt auch kein ernstzunehmender Klimaforscher mehr, dass wir mitten in einer durch Treibhausgasemissionen verursachten globalen Erwärmung stecken. Wir hatten ihn bereits im vorherigen 90-minütigen Video aus Januar 2020 im Detail nachgewiesen, wie der Atomenergielobbyist und NASA-Forscher James Hansen im Juni 1988 nicht nur den US-Senat, sondern auch die Weltöffentlichkeit getäuscht hatte. Stefan Rahmstorf zeigt nun bei seinem Vortrag im November 2019 bei der Uni Mainz wieder den damaligen New York Times-Artikel, der James Hansens Anhörung vor dem US-Senat, damals am 23. Juni 1988, einen Tag später auf der ersten Seite der New York Times thematisierte. Rahmstorf verschweigt aber bei der Uni Mainz erneut, dass James Hansen in der New York Times damals mit einer Globaltemperatur von 59,7 Grad Fahrenheit, also mit umgerechnet 15,4 Grad Celsius, argumentierte und auch wörtlich in Protokollen vom US-Senat behauptete, die Erde hätte einen um 0,4 Grad Celsius verstärkten Treibhauseffekt. Aus dem logischen Zusammenhang in den Protokollen ergibt sich zweifelsfrei, dass James Hansen damals 1988 mit 15 Grad Celsius als globale Temperaturbasis argumentierte. Unter anderem im Spiegel ist diese Argumentation, die nachweislich auf James Hansen zurückgeht, noch bis ins Jahr 1995 zu finden, wo der Spiegel auch 15,4 Grad Celsius als damals angeblich aktuelle Globaltemperatur ausweist. Zeitungen und Zeitschriften kommen schön immer in die blaue Tonne, und zwar noch vorm Lesen. Ich kann es nur empfehlen. Ja, seitdem ich den Spiegel immer gleich wegwerfe, gefällt er mir viel besser. Probieren Sie es aus. Das nennt man mündigen Leser. Aber im Januar 1998, also fast 10 Jahre später, nach der Anhörung im US-Senat, hat dann James Hansen in Absprache mit dem britischen Klimaforscher Phil Jones und von der Weltöffentlichkeit unbemerkt die Globaltemperaturen rückwirkend um ca. 1 Grad Celsius heruntergesetzt. Wohl deshalb, weil die mittlerweile verfügbaren Satellitenmessungen eine verstärkte Erderwärmung oberhalb von 15 Grad Celsius nicht mehr ausgewiesen haben. Damit hatte James Hansen seine eigene Argumentation, die er vor dem US-Senat 10 Jahre zuvor alarmistisch propagiert hatte, selbst in die Tonne getreten. Wie gesagt, alle Details im Video »Die 0,4-Grad-Lüge« von James Hansen. Dieses Heruntersetzen der globalen Temperaturnorm von 15 auf 14 Grad durch James Hansen erinnert stark an die Pharmalobby, die ebenfalls Grenzwerte zur Definition von Krankheiten laufend heruntersetzt. So hat die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel die Richtwerte für Blutzucker, Blutdruck und Cholesterin in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgesenkt. Begründet wurde das mit angeblichen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Kritiker vermuten dahinter hingegen erfolgreiches Lobbying der Pharmaindustrie. Bis Ende der 90er Jahre ist Bluthochdruck ab einem Wert von 160 zu 100 diagnostiziert worden. Dann wurde der Wert plötzlich auf 140 zu 90 gesenkt. Das Ergebnis? Allein in den USA hat es von einem Tag auf den anderen 14 Millionen neue Bluthochdruckpatienten gegeben. Heute gilt man als Diabetiker, sobald der Blutzucker über dem Wert von 126 liegt. Vor 30 Jahren war der Grenzwert noch bei 144. Während 1980 noch weltweit 108 Millionen Menschen als zuckerkrank gegolten haben, sind es heute 463 Millionen. Mehr als 4-mal so viel. Auch die Absenkung des Grenzwerts für Cholesterin, also Blutfett, von 240 auf 200 Milligramm, hat zu einem rasanten Anstieg der Patienten geführt. Laut WHO-Kriterien hat heute mehr als jeder dritte Österreicher einen zu hohen Cholesterinspiegel. Wir haben nun zum 4. Mal dokumentiert, wie Stefan Rahmstorf den James Hansen New York Times Artikel aus Juni 1988 in seinen Vorträgen verwendet,
ohne dass Rahmstorf aber darauf hinweist, warum dieser New York Times-Artikel eigentlich aus heutiger Sicht auf einen Schwindel basiert. Fragen Sie sich auch, warum Rahmstorf diese Täuschung so ungeniert durchziehen kann? Ja, wohl deshalb, weil Rahmstorf darauf spekuliert, dass niemand in seinen Vorträgen ad hoc die Umrechnung von Fahrenheit auf Celsius beherrscht. Ein Indiz für diese These war kürzlich der peinliche Auftritt des ZDF-Klimawandel- und WWF-Lobbyisten Dirk Steffens beim ZDF-Quiz-Champion, wo es darauf ankam, die Umrechnung von Kelvin, Celsius und Fahrenheit zu beherrschen. Und Dirk Steffens dabei vollends versagte. Schauen Sie mal. Hm? Wir sind an den gleichen Stellen doof, ne? Bitte? Wir sind an den gleichen Stellen doof. Was? Ah. Das ist jetzt echt so ein Switch. Welche dieser Temperaturen ist die höchste? Wir fragen also nach der wärmsten Temperatur. Idee, Bastian? Nein. Es ist zumindest mal keine leichte Frage. Du kannst ja buzzern, dann hat sie Druck. Ja, ich buzzer mal. Sie können verändern oder es so lassen. Entschuldigung, das jedes ist die Mal, Regel. Wenn Sie sagen, lag ich falsch. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt ist auch zu spät. Oh. Was sind denn der Kelvin? Was sind denn Kelvin? 222? Nur, was denn? 0 Grad sind die minus 296. Das sind dann ja, und es gibt doch dieses berühmte Buch, so und so viel Grad Fahrenheit heißt das. Da beginnt Papier zu brennen und das war irgendwas mit 451. 451 Grad Fahrenheit, da beginnt Papier zu brennen. Das weiß ich aber nur durch diesen Science-Fiction-Roman, also, nicht etwa, weil ich Ray Bradbury so. Und da dachte ich mir, das ist dann schon so halb warm auch. Also 222 K sind, minus. Lieber Dirk, sind minus 51 Grad Celsius. Weil 0 Kelvin sind minus 296 Grad. Das ist immer so. Das ja, die, dann so. Deswegen war das Minus. Aber jetzt war die Frage Fahrenheit und Celsius. Gefällt mir nicht, das Gesicht. Das kann ich nicht ändern, kurzfristig. Bräuchten wir medizinische Hilfe. Haben wir aber schon mehrere empfohlen. Als kleine Replik, A ist richtig, 2 Grad okay. Celsius. Mist, es war ja, so 50-50. Also 0 Grad Celsius sind 32 Fahrenheit. Ach, 20, okay, ja. 32 Fahrenheit, sodass also nach dieser Frage, habe extra noch mal gesagt, wir fragen nach der wärmsten Temperatur. 2 Grad Celsius, richtige Antwort. Habe extra noch mal gesagt, wir fragen nach der wärmsten Temperatur. 2 Grad Celsius, richtige Antwort. Das muss natürlich beim staatlichen Fernsehen so sein, damit dem dummen TV-Zuschauer suggestiv ins Unterbewusstsein regelrecht eingebrannt wird, egal ob Kelvin oder Fahrenheit, 2 Grad Celsius ist immer die wärmste Temperatur und wir dürfen keinesfalls das 2-Grad-Ziel überschreiten. So die suggestive Botschaft. Und Sie verstehen nun hoffentlich auch, warum Rahmstorf weiterhin mit dem New York Times-Artikel aus 1988 hausieren geht, weil nämlich kaum jemand sich klar macht, dass James Hansen damals eine um 0,6 Grad Celsius höhere Globaltemperatur ausgewiesen hatte, als die, die für das Jahr 2016 als höchste jemals gemessene Globaltemperatur vermeldet wurde. Diesen Widerspruch will niemand beim ZDF wirklich aufklären und thematisieren, obwohl der ZDF-Intendant und auch der Fernsehrat nachweislich darüber informiert ist. Wir haben mittlerweile nun auch noch ein weiteres Motiv herausgefunden, warum James Hansen ausgerechnet am 23. Juni 1988 seine Anhörung vor dem US-Senat abgehalten hatte. Denn 4 Tage später, am 27. Juni 1988, fand die Konferenz der Weltwetterorganisation WMO und der UNEP damals in Toronto, Kanada statt, worüber uns nun auch die schriftliche Konferenzdokumentation vorliegt. Und auch dort werden auf der Seite 60 die 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt ausgewiesen. Und in der Abschlusserklärung der Konferenz
wird auch eine Erderwärmung von sogar 0,5 Grad Celsius behauptet. Und wir haben noch weitere hochkarätige Fundstücke aus dem Jahr 1995 gefunden, die die 15 Grad als globale Basistemperatur bestätigen. So wurde der zweite IPCC-Weltklimabericht im Jahr 1995 unter anderem von einem gewissen John T. Houghton verantwortet, der damals als Co-Chairman im Prinzip im Jahr 1995 die gleiche Funktion innehatte wie im Jahr 2013 beim fünften IPCC-Weltklimabericht der Schweizer Thomas Stocker. Dieser John T. Houghton verfasste parallel zum IPCC-Bericht 1995 ein Buch mit dem Titel Global Warming – The Complete Briefing, was auch in einer deutschen Übersetzung mit dem Titel Globale Erwärmung – Fakten, Gefahren und Lösungswege erschienen ist. In Kapitel 2 Treibhauseffekt von globaler Erwärmung findet sich auf Seite 22 ein Schaubild, wo die 15 Grad aus dem Treibhauseffekt mit T0 ausgewiesen werden, also die wissenschaftliche Bezeichnung für eine Basis-Null-Temperatur. Zusätzlich steht unter dem Schaubild der Satz: Die mittlere Oberflächentemperatur in Klammern T0 beträgt 15 Grad. Zur Erinnerung, die gleiche T0-Darstellung findet sich auch im Vortrag von Stefan Rahmstorff bei der Uni Mainz, fast 25 Jahre später, als Rahmstorff dort ebenfalls den natürlichen Treibhauseffekt beschrieben hatte. Um sicherzugehen, dass sich diese 15-Grad-Darstellung auch in der englischen Originalausgabe des John T. Houghton-Buchs befindet, haben wir uns auch diese englische Ausgabe besorgt. Und siehe da, die 15 Grad als Basistemperaturnorm sind auch dort in einem gleichartigen Schaubild zu finden, wobei auch dort ein Übersteigen dieser Basistemperaturnorm von 15 Grad ebenfalls in ähnlicher Weise mit 15 Grad plus 1,2 Grad bzw. plus 2,5 Grad dargestellt wird. Und dieses Buch Global Warming gibt es mittlerweile in der fünften Edition, veröffentlicht im Jahr 2015. Und es liegen auch alle fünf Editionen vor. Und wohl nur die erste Edition gibt es in einer ins Deutsche übersetzten Ausgabe. Und wie wir mittlerweile festgestellt haben, orientiert sich jede Edition immer unmittelbar an dem gerade aktuellen IPCC-Weltklimabericht. Und Sie sehen auch, dass dieses Buch in der fünften Edition weiterhin von der renommierten Cambridge-Universität herausgegeben wird. Und Sie werden es nicht glauben. Auch in der fünften, aktuell letzten Ausgabe aus dem Jahr 2015 von Global Warming findet sich die gleiche Treibhauseffekt, Greenhouse-Effekt 15 Grad plus X-Darstellung und nun sogar auch in Farbe. Und auf der Rückseite der fünften Ausgabe empfiehlt sogar auch Ottmar Edenhofer vom PIC in Potsdam das Buch sogar Nichtwissenschaftlern mit folgenden Worten: Eine exzellente Basis für Studenten und Nichtwissenschaftlern, um den Klimawandel mit seinen mannigfaltigen Auswirkungen und Konsequenzen für die Menschheit und unseren gemeinsamen Planeten zu verstehen. Und ist Ihnen die Änderung in dem Schaubild auf der Seite 28 der fünften Ausgabe aufgefallen? Schauen Sie mal, bis zur dritten Edition wird ein sogenannter Rückkopplungseffekt, das heißt Feedback-Effekt, von 2,5 Grad Celsius angegeben, wie auch vorher schon in den ersten beiden Ausgaben. Aber dann, ab der vierten Edition, geht dieser Wert nun von 2,5 Grad um 0,5 Grad auf 3 Grad Celsius nach oben, ohne dass dafür eine Erklärung geliefert wird. Denn ansonsten ist die Darstellung und auch der Text unterhalb des Schaubildes im Vergleich zur vorherigen dritten Ausgabe identisch geblieben. Diese Änderung ab der vierten Edition belegt aber auch, dass der Autor John Houghton dieses Schaubild bei der Erstellung der damals neuen vierten Ausgabe beachtet und wohl auch überprüft hat. Und er hat es dabei auch aus wissenschaftlicher Sicht offensichtlich nicht für notwendig gehalten, den Temperaturwert von 15 Grad aus dem Greenhouse-Effekt womöglich auf 14 Grad Celsius abzuändern,
das heißt herunterzusetzen, so wie es Sven Plöger ja bekanntlich im April 2019 in einer WDR-Live-Sendung gemacht hatte. Wir hatten über die Tricksereien von Sven Plöger damals zwei Videos gemacht und auch einen umfangreichen Blogtext erstellt. Heute habe ich meinem Kind eine Lektion erteilt. Ich habe seine Hausaufgaben aufgegessen. Morgen wird es lernen, dass einem oft nicht geglaubt wird. Gerade wenn man die Wahrheit sagt. Dass John Houghton in seinem Buch Global Warming auch in der 5. Ausgabe im Jahr 2015, also nach über 20 Jahren, an den 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt als absoluter Globaltemperatur-Normwert festhält, belegt also sehr deutlich, dass diese wichtigen 15 Grad bei einem hochkarätigen Vertreter der offiziellen Klimafolgenforschung fix und gesetzt sind. Richtig. Wie schon erwähnt, orientieren sich die 5 Ausgaben des Buches Global Warming an den jeweils aktuellen IPCC-Berichten. Und es finden sich darin auch zum Teil identische Grafiken, die Insider bereits auch aus den IPCC-Berichten kennen werden. Und wir werden auch die relevanten Seiten aus allen 5 bzw. 6 Ausgaben von Global Warming als Belegnachweise unserer Recherchen in der Infobox des Videos zum Download zur Verfügung stellen. Und in der 4. Edition von Global Warming, die aus dem Jahr 2009 stammt, findet sich auch die Globaltemperaturgrafik aus dem damaligen 4. IPCC-Bericht aus 2007, die eine damalige Globaltemperatur von 14,5 Grad Celsius ausgewiesen hatte. Diese Grafik mit dieser Globaltemperatur unterhalb von 15 Grad steht damit im gleichen Widerspruch zu den 15 Grad Celsius plus X, den das Buch ja Seiten vorher als verstärkten Treibhauseffekt ausgewiesen hatte. Also der gleiche Widerspruch, der sich bekanntlich auch in deutschen Schulbüchern befindet und der sich auch im Buch »Der Klimawandel« von Schellnhuber und Ramsdorff befindet, besser befunden hat. Denn Ramsdorff und Schellnhuber haben diesen Widerspruch nun klammheimlich entfernt, aber dazu später mehr in diesem Video. Stefan Ramsdorff zeigt ja zum Ende seines Vortrags bei der Uni Mainz 3 seiner Bücher und das mittlere Buch »The Climate Crisis«, was er mit dem Co-Autor David Archer im Jahr 2010 veröffentlicht hat, wird auch im Januar 2018 zusammen mit Ramsdorff in einem TV-Beitrag bei Kontraste von Das Erste eingeblendet. Und auch in diesem Buch taucht auf Seite 42 ebenfalls die Grafik aus dem 4. IPCC-Bericht 2007 auf, an der Stefan Ramsdorff ja nach eigenem Bekunden mitgearbeitet hat und die auch einen globalen Temperaturhöchstwert von damals 14,5 Grad Celsius, also kleiner 15 Grad, ausweist. Sie haben hoffentlich bis hierhin bereits verstanden, warum Ramsdorff die Absoluttemperaturen aus der öffentlichen Wahrnehmung heraushaben will. Obwohl es die Klimafolgenforschung seit Jahren selbst gewesen ist, die den angeblichen Schutz der Menschheit vor einer gefährlichen Erderwärmung mit Hilfe von globalen Absoluttemperaturen bei der Politik installiert hatte. Nun täuscht Ramsdorff die Öffentlichkeit, indem er behauptet, diese Argumentation sei angeblich nur eine fixe Idee einer kleinen Gruppe von Klimaskeptikern. Das ist ein Thema, was die AfD zum Beispiel pusht, was aus so einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Diese 15 Grad Celsius plus X tauchten ja bekanntlich von 1988 bis 1994 auch in den damaligen wissenschaftlichen Enquete-Berichten beim Deutschen Bundestag auf, die sich vornehmlich auf Schönwiese als Quelle bezogen haben. Nun haben wir bei Schönwiese in seinem Buch »Klimaänderung« aus dem Jahr 1995 noch eine weitere anschauliche Grafik gefunden, die deutlich macht, wie auf Basis von 15 Grad eine gesteigerte Erderwärmung oberhalb von 15 Grad ausgewiesen worden ist. Wie gesagt, im Jahr 1995. Schönwiese redet dort von einer Superwarmzeit der Zukunft. Er sagt wörtlich,
Am rechten Rand ist außerdem die Prognose in Klammern künftige 100 Jahre, Klammer zu, einer anthropogenen Superwarmzeit angedeutet. Die Grafik von Schönwiese macht deutlich, dass die dort angeblich prognostizierten Globaltemperaturen zwischen absolut 17 Grad und 21 Grad jedwede Globaltemperatur der letzten 10.000 Jahre deutlich übersteigen würde. Schönwiese visualisiert bereits 1995 mit seiner Grafik ein zukünftiges Warmzeitszenario, was von einem 6 Grad Temperaturanstieg von global 15 Grad bis global 21 Grad ausgeht. Behalten Sie diesen globalen 6 Grad Temperaturunterschied in Erinnerung. Ich werde darauf in diesem Video noch zurückkommen. Und 5 Jahre später, im Jahr 2000, taucht diese haargenau gleiche Grafik auch in dem Buch Anthropogener Klimawandel der Herren Ulrich Kubasch und Dieter Kazank auf. Den Namen Dieter Kazank haben Sie vielleicht schon mal gelesen. Kazank ist ein Klimawandelautor beim Hamburger Bildungsserver und ist dort unter anderem auch für den Artikel zum natürlichen Treibhauseffekt verantwortlich. Und er beruft sich dabei auch auf Christian Schönwiese als Quelle und sogar auch auf das Buch von Schönwiese Klimaänderung aus dem Jahr 1995. Und Ulrich Kubasch ist dieser Herr hier. Jetzt sagen Sie sehr häufig, man weiß noch gar nicht so genau, können wir denn davon ausgehen, dass möglicherweise noch eine ganz große Überraschung kommt und irgendwann heißt es, ja, der Mensch ist ja gar nicht schuld am Klimawandel, es sind andere Faktoren, wir kennen sie nicht. Wir gehen natürlich davon aus, dass die physikalischen Gesetze gelten und wir die Phänomene, die sich im Klimasystem abspielen, damit gut beschreiben können und dass wir die wesentlichen Prozesse auch erfasst haben. Diese Schwankungen sind uns auch schon bekannt gewesen und wir haben Forschungsprojekte, die schon vor dieser Diskussion, die wir im Augenblick haben, angestoßen wurden, um genau dieses Phänomen da zu erkunden. Nun sind Sie ja einer der Chefautoren des IPCC-Klimaberichts, der Ende September veröffentlicht werden wird. Mit welchen Überraschungen haben wir denn da zu rechnen? Wirklich große wird es nicht geben. Es wird letztendlich fortgeschrieben, was in den früheren Berichten steht. Man hat aber jetzt deutlich mehr Daten und man kann das deutlich besser untermauern alles. Sie sehen und hören, auch ein sehr hochkarätiger IPCC-Weltklimarat-Fachmann, dieser Ulrich Kubasch, der sich auch noch im Jahr 2013 seiner Sache ziemlich sicher gewesen ist. Und diese beiden Herren, Kubasch und Kazank, übernehmen nun 1:1 im Jahr 2000 in ihrem Buch Anthropogener Klimawandel die Grafik aus dem Schönwiese-Buch Klimaänderung aus dem Jahr 1995, was Kubasch und Kazank ja auch korrekt als Quellenhinweis angeben. Und die beiden bestätigen damit zwangsläufig auch, dass es einen anthropogenen Klimawandel erst oberhalb von 15 Grad Celsius geben würde. Denn Ulrich Kubasch sagte ja im Jahr 2013, es wird letztendlich fortgeschrieben, was in den früheren Berichten steht. Man hat aber jetzt deutlich mehr Daten und man kann das deutlich besser untermauern alles. Aber haben Sie den peinlichen Fehler bemerkt, den Kubasch und Kazank dabei begangen haben? Es gibt Dummköpfe, die gibt es überall, auch in der Wissenschaft übrigens. Ja. Der letzte globale Temperaturwert oben in der Temperaturskala stimmt nicht. Die 20 Grad Celsius sind falsch. Es hätten dort 21 Grad Celsius stehen müssen, wie es auch korrekt in der Schönwiese-Grafik im Jahr 1995 ausgewiesen ist. Wenn man berücksichtigt, dass Dieter Kazank nach eigenen Angaben beim Deutschen Klimarechenzentrum DKRZ tätig ist, ist das ein sehr peinlicher Zahlenfehler. Es gibt Dummköpfe, die gibt es überall, auch in der Wissenschaft übrigens. Ja. Interessant ist aber, dass Kubasch und Kazank kein Wort darüber verlieren, dass Schönwiese in seiner Grafik erwähnt hatte, dass die Grafik sich nur auf die Nordhemisphäre bezieht. Dieser Hinweis fehlt bei Kubasch und Kazank. Gleichwohl bringen Kubasch und Kazank diese Schönwiese-Grafik auf einer Buch-Doppelseite in Zusammenhang mit der Hockeystick-Kurve von Michael Mann, woran wohl deutlich gemacht werden soll, dass die Schönwiese-Grafik mit dem gleichen Hockeystick-Temperaturpeak womöglich gar nicht so falsch liegen würde. Der Text unterhalb der Abbildung 1.6
mit der Hockeystick-Kurve von Michael Mann erwähnt allerdings, dass sich die Hockeystick-Grafik nur auf die Nordhalbkugel bezieht. Und es wird auch sogar erwähnt, dass die Interpretationen aus den Proxydaten eigentlich wissenschaftlich umstritten sind. Aber trotzdem behaupten Kubasch und Kazank, danach ist es sehr wahrscheinlich, dass kein Jahrhundert in den letzten 600 oder sogar 1000 Jahren so warm wie das 20. gewesen ist. Aber entscheidend für das Thema in diesem Video ist, dass auch Kubasch und Kazank mit Bezug auf Schönwiese auch globale Absoluttemperaturen ausweisen, um damit die Gefährlichkeit der Erderwärmung zu begründen. Und genau das hat ja Ramsdorf mit seiner Antwort bei der Uni Mainz abstreiten wollen. Das ist ein Thema, was die AfD zum Beispiel pusht, was aus so einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Und wir sind es definitiv nicht, die dieses Verwirrspiel seit Jahren betreiben, sondern die Klimaforscher selbst. Und das lässt sich an dieser Stelle am Beispiel von Mujib Latif belegen, der nämlich bei einem Vortrag circa im Jahr 2013 in einer PowerPoint-Folie folgende Absoluttemperaturwerte bei der Hockeystick-Kurve ausgewiesen hatte. Aber zu Mujib Latif auch noch später mehr in diesem Video. Und schätzungsweise bestimmt ein Dutzend Mal in ihrem Buch »Anthropogener Klimawandel« beziehen sich Kubasch und Kazank als Quelle auf den Co-Vorsitzenden des IPCC-Berichts John T. Houghton. Und weitere 5 Jahre später, im Jahr 2005, taucht die Schönwiese-Grafik auch noch in dem Schwarzbuch Klimawandel der österreichischen Klimaforscher Helga Kromm-Kolb und Helmut Vornmeier auf. Und als Quelle wird ebenfalls Schönwiese 1995 angegeben. Lustig ist allerdings auch, dass Kromm-Kolb und Vornmeier auch den gleichen Temperaturfehler begehen, den auch Kubasch und Kazank in ihrer Grafik begangen hatten. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass Kromm-Kolb und Vornmeier in Wahrheit die Grafik bei Kubasch und Kazank abgekupfert hatten. Denn Schönwiese hatte im Jahr 1995 in seiner Grafik den mathematisch korrekten Wert von 21 Grad Celsius ausgewiesen. Es gibt Dummköpfe, die gibt es überall, auch in der Wissenschaft übrigens, ja. Bis hierhin wurde hoffentlich in diesem Video erneut gut belegt, dass es die hochkarätigen Klimawissenschaftler selbst waren, die jahrelang eine gefährliche Erderwärmung oberhalb von 15 Grad Celsius ausgewiesen hatten. Und die Begründung hatte auch, zugegeben, eine verständliche Logik. Wenn behauptet worden ist, der bei 15 Grad ausgewiesene natürliche Treibhauseffekt würde nun bei stetig steigenden Globaltemperaturen irgendwann bei unzumutbaren 21 Grad Celsius liegen, was eben bedeuten würde, 6 Grad bis zur Klimakatastrophe. Was können wir tun gegen die Klimaerwärmung? Was passiert mit der Erde, wenn wir nichts tun? Die Temperaturen steigen. Jedes zusätzliche Grad ist kritisch. Nur 1 Grad. 1 Grad wärmer. Lass es nur um 2 Grad wärmer werden. Kritisch wird es bei 3 Grad. 3 bis 4 Grad. Bei 4 Grad wird es kritisch. 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. 6 Grad sind kaum vorstellbar. Diese Logik hatte allerdings einen heftigen Einbruch erfahren, als die Klimawissenschaft circa Mitte der 1990er Jahre durch Satellitenmessungen feststellen musste, dass eine Gefährlichkeit einer Erderwärmung gar nicht existiert. Anstatt aber die Weltöffentlichkeit darüber aufzuklären, hatte der bekannte NASA-Klimaforscher James Hansen ab 1998 einfach rückwirkend die Globaltemperaturen um circa 1 Grad Celsius heruntergesetzt, ohne die Weltöffentlichkeit darüber zu informieren, dass die ursprüngliche Logik eines verstärkten Treibhauseffektes nun gar nicht mehr existierte. Denn die 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt wurden nun nicht mehr überschritten, obwohl es ja James Hansen im Juni 1988 sogar vor dem US-Senat und auch in der New York Times behauptet hatte. Der nun seit über 20 Jahren existierende Widerspruch wird von der Klimawissenschaft
aber auch von Politik und Medien, seit dieser Zeit verschwiegen, obwohl dieser Widerspruch durch Recherchen in Archiven jederzeit nachweisbar und belegbar ist, was wir ja in diesem Video erneut dokumentiert haben. Und da der Schwindel aus 2007 mit den 6 Grad bis zur Klimakatastrophe bei der dummen Bevölkerung wohl weiterhin funktionieren soll, wird auch heutzutage noch in den TV-Medien mit Grafikanimationen getrickst, in denen zwar noch die möglichen 6 Grad Erderwärmung proklamiert werden, nun aber keine globalen Absoluttemperaturen mehr ausgewiesen werden. Wie im Herbst 2019 bei den 3 deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ORF, SRF und ZDF, wo die folgende Animation mit folgenden Erklärungs-Off-Text gesendet wurde. Gehen wir von unserer derzeitigen Lebensweise aus, wird es auf der Erde am Ende dieses Jahrhunderts um 3 bis 6 Grad wärmer sein. Wenn wir so weitermachen, wird unser Planet bis zum Ende des Jahrhunderts zwischen 3 und 6 Grad heißer sein. Das ist die sogenannte Unsicherheitsspanne von mehr als 30 Klimamodellen weltweit. Die Klimamodelle sind sich jedoch einig, was passiert, wenn wir unseren CO2-Ausstoß nicht reduzieren. Dann wird es auf unserem Planeten bis Ende dieses Jahrhunderts um 3 bis 6 Grad heißer. Wie die Täuschung in dieser Grafikanimation genau funktioniert, merkt man erst, wenn bei der Y-Achse anstatt die relativen Temperaturabweichungen die globalen Absoluttemperaturen eingezeichnet werden. Und dann auch noch eine gelbe Linie mit dem höchsten jemals ermittelten globalen Temperaturwert eingezeichnet wird, der für das Jahr 2016 bekanntlich bei 14,8 Grad Celsius lag. Und dann auch noch eine rote Linie bei 15 Grad vermerkt wird, damit jeder sehen kann, wo sich der Normtemperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt befindet. Erst dann erkennen Sie, dass zwar eine Erderwärmung existiert, aber die war und ist seit 1850 nach dem Ende der kleinen Eiszeit bis heute nicht gefährlich, weil der Temperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15 Grad seit über 150 Jahren noch nie überschritten, geschweige denn jemals erreicht worden ist. ORF und ZDF täuschten zusätzlich auch noch in der gleichen TV-Sendung mit einer weiteren Grafikanimation, nämlich dieser. Nicht nur die Aufzeichnungen der britischen Met Office zeigen diesen Trend. Auch NOAA, die Wetterbehörde der USA, das japanische Meteorologieinstitut und die US-Raumfahrtbehörde NASA kommen zu denselben Messergebnissen. Dass die globalen Durchschnittstemperaturen steigen, belegen Messungen von Wetterstationen auf der ganzen Welt. Wissenschaftler in Großbritannien, Japan und den USA bilden daraus globale Mittelwerte. Der Trend ist unverkennbar. Doch die genauen Ursachen für den Temperaturanstieg blieben lange Zeit umstritten. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat diese Animationsgrafik dann aus seiner Version von Klimawandel die Fakten vor Ausstrahlung herausgeschnitten, nachdem wir auch in dieser Grafik die Täuschung durch Weglassen der globalen Absoluttemperaturen im Vorfeld aufgedeckt hatten und das Schweizer Radio und Fernsehen darüber informiert hatten. Gegen alle 3 TV-Sender laufen Beschwerden bei den entsprechenden Beschwerdeinstitutionen wegen dieser täuschenden TV-Sendung Klimawandel – Die Fakten, auf der wir an anderer Stelle in diesem Video noch zu sprechen kommen werden. Beim Ramsdorff-Vortrag bei der Uni Mainz im November 2019 stellte ein weiterer Zuschauer die interessante Frage, ob man den sogenannten Hiatus, das heißt die Stagnation der globalen Mitteltemperatur, in dem Zeitraum von 1998 bis ca. 2012-2014 mittlerweile irgendwie mit den Klimamodellen erklären könnte, worauf dann Ramsdorff wie folgt antwortete.
Sie beziehen sich jetzt auf diese Debatte, die übrigens auch von interessierter Seite massiv gepusht worden ist. Wo aber muss ich echt auch meine eigene Zunft kritisieren, viele Klimawissenschaftler darauf angesprungen sind. Das war die Idee, dass praktisch hier, wenn Sie hier bei dem Peak Anfang 1998 hier rüber 2012 eine Linie ziehen, könnten Sie behaupten, da sind die Temperaturen nicht angestiegen. Daran ist nichts statistisch irgendwie signifikant. Das ist alles völlig im Rauschen. Das habe ich im Blog quasi alljährlich erklärt, während diese Debatte immer lief. Wir haben im Nachhinein noch eine große zweiteilige Paper veröffentlicht in Environment. Ich breche hier mal ab. Denn Rahmstorf referiert bei seiner Antwort noch circa weitere 3 Minuten etwas von, es sei alles nur Rauschen gewesen und es sei alles statistisch nicht signifikant gewesen. Aber darauf will ich letztendlich bei meiner nachfolgenden kritischen Analyse gar nicht hinaus, sondern hören Sie zuerst mal, wie Rahmstorf damals im September 2013 im ZDF diese Stagnation der Globaltemperatur damals erklärte. Und darum geht es. Bis zum Ende des letzten Jahrtausends immer nur ansteigend, verharrt gewissermaßen seit rund 15 Jahren die Weltdurchschnittstemperatur auf hohem Niveau, trotz immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre. Wo also bleibt die Wärme? Die Messdaten aus dem Ozean zeigen, dass die Meere sich weiterhin aufheizen. Und das zeigt, dass es nicht etwa daran liegt, dass der Treibhauseffekt jetzt nachgelassen hätte oder überschätzt worden ist. Denn in den Meeren landen 90% der Wärme durch die Treibhausgase. Aber nach nur Rauschen und statistisch nicht signifikant schien sich das jetzt aber damals nicht anzuhören, Herr Rahmstorf. Aber egal, darauf will ich nicht hinaus. Denn es gab noch einen TV-Bericht im Januar 2018, wo auch die globale Temperaturstagnation eigentlich sehr anschaulich erklärt wurde. Seit Ende der 90er Jahre gäbe es keinen weiteren Anstieg der Erdtemperatur. Angeblicher Beleg dafür dieser 15-Jahres-Ausschnitt aus den Temperaturdaten. Zeigt man jedoch das ganze Bild von der Industrialisierung bis heute, wird die Täuschung klar. Tatsächlich steigt die gemittelte Temperatur deutlich an. Aber auch in dieser animierten Grafik wurden erneut wichtige Informationen weggelassen und verschwiegen. Es fehlen in der Grafik wieder die globalen Absoluttemperaturen. Ergänzt man diese Globaltemperaturen, fällt auf, dass die Nulllinie in diesem Fall bei 14 Grad Celsius liegt und der globale Temperaturhöchstwert bei 14,8 Grad. Das passt so ungefähr, denn die Grafik weist ja nur die NASA-GIS-Temperaturwerte aus, die in der Regel immer etwas höher sind. Und Sie erkennen, dass auch in dieser Grafikanimation der Temperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15 Grad Celsius ebenfalls nicht überschritten wurde, obwohl in diesem Kontrastebeitrag von das erste auch der angebliche Treibhauseffekt beschrieben und erklärt wurde. Allerdings wurden auch die 15 Grad als Wert aus dem natürlichen Treibhauseffekt nicht erwähnt. Warum wohl nicht? Also von wegen. Zeigt man jedoch das ganze Bild von der Industrialisierung bis heute, wird die Täuschung klar. Denn die wahren Täuscher durch Weglassen waren in Wirklichkeit die Journalisten von Kontraste. Wir hatten damals die Täuschung auch auf 2 Seiten mit Screenshots beschrieben und damals auch Beschwerde beim RBB eingereicht, die aber in der üblichen Art und Weise abgelehnt wurde. So wundert es nicht, dass Stefan Rahmstorf in der Kontraste-Sendung auch wieder als Experte ran durfte und seine Sicht der Dinge erzählen durfte. Diese Desinformationen wirken auch bei uns bis heute nach, beobachten Klimawissenschaftler. Diese Verleugnung der vom Menschen verursachten Erwärmung, die ist ja nicht von selbst aus dem Nichts entstanden, sondern da sind einfach massive Wirtschaftsinteressen dahinter. Und darauf lassen sich viele der Argumente zurückführen auf damalige Exxon-Propaganda, die heute noch zirkulieren und die jetzt auch wieder im Bundestagswahlkampf von der AfD zum Beispiel verwendet wurden. Interessant, Herr Rahmstorf. Aber zu Ihren Behauptungen zu Exxon komme ich später noch sehr, sehr ausführlich in diesem Video. Also bleiben Sie dran. Betrachtet man als Fazit diese damalige Hiatus-Diskussion mit etwas Abstand, scheint das Ganze ein perfides Manöver gewesen zu sein, um davon abzulenken,
dass eigentlich Satellitenmessungen bereits in den 1990er Jahren festgestellt hatten, dass die Globaltemperatur, wenn überhaupt, um 1 Grad Celsius tiefer liegt, als James Hansen damals 1988 vor dem US-Senat und in der New York Times behauptet hatte und ein angeblich verstärkter Treibhauseffekt in Wirklichkeit gar nicht existiert. Mit der Hiatus-Diskussion hat die Klimawissenschaft etwas zugegeben, was sie eh nicht mehr leugnen konnte, und hat gleichzeitig von diesem eigentlichen Treibhauseffekt-Kernschwindel der Klimawissenschaft abgelenkt, den James Hansen von der NASA mit seiner 0,4-Grad-Lüge bis heute mit zu verantworten hat. Und nun zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten, wie Stefan Rahmstorf in perfider Weise sowohl den Widerspruch zwischen globaler Mitteltemperatur und dem natürlichen Treibhauseffekt als auch noch weitere fachspezifische Unstimmigkeiten in seinen Publikationen ebenfalls vertuscht. Rahmstorf behauptet bei seinem Vortrag bei der Uni Mainz allen Ernstes, er und seine Klimaforscherkollegen würden die 15 Grad Celsius als optimale globale Temperaturnorm angeblich nicht ausweisen. Hören Sie noch mal. Was aus so einer kleinen Ecke der Klimaskeptiker-Szene kommt. Das Argument geht so, meistens wird es noch so verdreht, habe ich das gerade wieder gelesen, wir Klimaforscher und ich persönlich würden behaupten, 15 Grad sei die optimale Temperatur und da seien wir ja noch drunter, also kann es ja eigentlich kein Klimaproblem geben. So erwähnen Rahmstorf und Schellenhuber in ihrem Buch Der Klimawandel ebenfalls einen natürlichen Treibhauseffekt bei plus 15 Grad. Tatsächlich beträgt die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche aber plus 15 Grad Celsius. Die Differenz von 33 Grad, also zwischen minus 18 und plus 15 Grad, wird vom Treibhauseffekt verursacht, der daher erst das lebensfreundliche Klima auf der Erde möglich macht. Aha, lebensfreundliches Klima auf der Erde bei plus 15 Grad wird wohl jeder suggestiv auch als optimale Temperatur verstehen können. Sowohl am Ende von seinem Vortrag an der Uni Mainz als auch am Ende bei einem Online-Vortrag ganz aktuell Anfang April 2020 zeigt Rahmstorf auch das Buch Der Klimawandel und sogar auch sein Kinderbuch Wolken, Wind und Wetter. Ihre Aufmerksamkeit, ich darf noch darauf hinweisen, auf diese beiden Bücher, wobei das Rechte, was eher für Jugendliche gedacht ist, Wolken, Wind und Wetter, leider nur noch als E-Book, im Moment nicht im Druck als Papierbuch erhältlich ist. Das andere aber schon, der Klimawandel. Ihr könnt mir auf den sozialen Medien folgen oder auch gerne meinen Blog lesen, Klimalounge bei spektrum.de. Und in diesem Kinderbuch sagt Rahmstorf wörtlich, der Treibhauseffekt, heizt die Temperatur von frostigen minus 18 auf behagliche plus 15 Grad im Durchschnitt auf. Auf den Webseiten der NASA steht bei den Erklärungen zum Greenhouse-Effekt auch wörtlich Friendly 15 Degrees. Und Mojib Latif sprach im Jahr 2003 in seinem Buch Hitzerekorde und Jahrhundertflut im Zusammenhang mit diesen 15 Grad aus dem Treibhauseffekt von einer optimalen Betriebstemperatur der Erde. Lebensfreundliche 15 Grad, behagliche 15 Grad, Friendly 15 Degrees und 15 Grad als optimale Betriebstemperatur. Und Rahmstorf erweckt weiterhin vor Hunderten von Zuhörern vor laufender Kamera den Eindruck, er und andere Klimaforscher hätten die 15 Grad als optimale Temperatur angeblich nie genannt. Habe ich zu ihm gesagt, pass bloß auf, du! Verarschen kann ich mich alleine! Und auf der Seite 48 von Der Klimawandel findet sich dann auch noch folgender einschlägiger Satz. Im pessimistischen Fall dagegen werden wir die mittlere Temperatur der Erde von ca. 15 Grad auf über 20 Grad Celsius erhöhen. Eine Erwärmung, die selbst über viele Jahrmillionen einzigartig wäre. Sie erinnern sich, diese angeblich einzigartige globale Temperaturerhöhung von 15 auf 20 Grad haben auch Schönwiese, Kubasch, Kazank,
Krom-Kolb und Vornmeier in ihren Büchern von 1995 bis 2005 mit anschaulichen Grafiken ebenfalls behauptet. Und man findet diese Zitate aus Der Klimawandel auch sogar online in der PDF-Datei über das zweite Kapitel Die globale Erwärmung, die Stefan Ramsdorf seit Jahren auf seiner Webseite beim PIK in Potsdam online gestellt hat. Ende des Jahres 2017 war dieser Link zu dieser PDF-Datei plötzlich nicht mehr aufrufbar. Als Ursache stellte sich dann heraus, dass Ramsdorf zwischen Groß- und Kleinschreibung beim Dateinamen der PDF-Datei nicht unterschieden hatte. Unser Blogtext aus 2017 dazu ist auch heute noch sehr interessant und lesenswert, wenn Sie sich klar machen, dass ausgerechnet Klimacomputermodellierer beim PIK in Potsdam offenbar nicht die fundamentale Bedeutung zwischen Groß- und Kleinschreibung bewusst ist. Und aktuell heute, heute ist der 3. April 2020, sind auf dieser Webseite von Stefan Ramsdorf über das Buch Der Klimawandel 4 Fehler auszumachen. Erstens, Ramsdorf gibt auf seiner Webseite für das Buch einen Preis von 7,90 Euro an. Das Buch Der Klimawandel kostet heute im April 2020 aber keine 7,90 Euro mehr, sondern mittlerweile 9,95 Euro. Zweitens, das Buch Der Klimawandel trägt seit der Erstauflage im März 2006 den Untertitel Diagnose, Prognose, Therapie. Der Begriff Prognose in Verbindung mit Behauptungen über das zukünftige Klima ist belegbar falsch. Das weiß eigentlich auch mindestens Klimapapst Schellnhuber. Es gibt keine Klimaprognosen, es gibt nur Projektionen für Szenarien. Der Grund ist der, dass wir ja nicht wissen, wie viel Treibhausgase die Menschheit wirklich ausstoßen wird in den nächsten Jahrzehnten. Der Antrieb ist etwas, was dem menschlichen Willen unterliegt, politischen Beschlüssen, Konsumentenentscheidungen und dergleichen. Das heißt, wir können immer nur ein Szenario erstellen. Es sind Geschichten über die Zukunft, die wir mit Modellen auf sehr komplizierte Weise erzählen. Und der Blick in die Zukunft, da sprechen Sie einen durchaus wunden Punkt an, der Blick in die Zukunft ist schwierig. Und die Klimamodellrechnungen, die jetzt versuchen, in die Zukunft zu schauen, da spricht man ausdrücklich nicht von Klimavorhersagen. Also das ist verpönt in der Wissenschaft, das sind bedingte, ich mache also bestimmte Voraussetzungen, szenariengestützte Projektionen, so nennt man das. Und Projektion heißt Wenn-Dann-Aussage. Also wenn ich in das Modell hineinstecke, der Mensch macht das und das und die Natur macht quasi nichts, die wird also weitgehend vergessen bei diesem Blick in die Zukunft, dann sollte die Temperatur so und so ansteigen. Die Klimaszenarien der Modelle zeigen uns die langfristigen Folgen unseres Treibhausgasausstoßes auf. Aber diese Klimamodelle sind nicht in der Lage, auf 10 oder 15 oder 20 Jahre Prognosen über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt. Und so finden sich auch in der aktuellen 9. Auflage von Der Klimawandel folgende einschlägige Zitate. Projektion für die Zukunft. Um die Auswirkung eines künftigen weiteren Anstiegs der Treibhausgaskonzentrationen abzuschätzen, wird in der Klimaforschung in Modellrechnung eine Reihe von Zukunftsszenarien durchgespielt. Diese Szenarien sind keine Prognosen. Und weiter heißt es auf Seite 61 von Der Klimawandel. Für verlässliche Prognosen über die weitere Entwicklung der Eisschilde reicht der wissenschaftliche Kenntnisstand derzeit nicht aus. Und auf Seite 76 heißt es dann noch, weitere Fortschritte in den Klimamodellen werden künftig bessere regionale Prognosen erlauben, die Anpassung an den Klimawandel erleichtern und Verluste zu verringern und Chancen zu nutzen helfen. Verarschen kann ich mich alleine. Denn wie sollen Klimamodelle nun plötzlich in Zukunft regionale Prognosen erlauben können, wo doch Schellnhuber und Ramsdorf auf Seite 45 erklärt hatten, dass die Szenarien in den Klimamodellen eben keine Prognosen darstellen. Erkennen Sie den Widerspruch? Das heißt, wir können immer nur ein Szenario erstellen. Es sind Geschichten über die Zukunft, die wir mit Modellen auf sehr komplizierte Weise erzählen.
Und was behauptete nochmal Stefan Rahmstorf am 2. November 2019 bei seinem Vortrag bei der Uni Mainz? Und der Revell-Bericht hat gesagt, wir können die noch nicht quantifizieren, aber schon in wenigen Jahren wird die Klimaforschung so weit sein, dass sie quantitative Prognosen machen kann über diese Erwärmung. Und genau das ist dann auch in den 70er Jahren passiert. Es gibt eben aus den 70er Jahren in Nature, in Science die ersten Papers, die auch im Wesentlichen völlig korrekt das Ausmaß der globalen Erwärmung bis heute prognostiziert haben. Und noch zwei interessante Prognosebehauptungen von Stefan Rahmstorf. Wenn man diese Fehler, die in dem IPCC-Bericht aufgetaucht sind, jetzt alle korrigiert, ändert sich an den Grundprognosen für die globale Erwärmung natürlich überhaupt nichts, denn die sind einfach bestens wissenschaftlich gesichert. Viele unabhängige Forschergruppen weltweit haben solche Berechnungen angestellt und kommen auch immer wieder zu konsistenten Ergebnissen. Und letztlich sind es einfach die Gesetze der Physik, die diese Erwärmung bestimmen. Die Prognosen sagen sogar, dass bis 2100 große Teile von Spaniens und Portugals zur Wüste werden, weil wir Temperaturen erreichen, die weit über die letzten 10.000 Jahre hinausgehen. Und die Vegetation im Mittelmeerraum wird damit nicht klarkommen. Das ist ganz klarer Betrug gegenüber der Öffentlichkeit. Wir wissen eigentlich, dass wir im falschen Film sind. Ne? Weil ich finde, dass wir heutigen Erwachsenen unsere eigenen Nachkommen betrügen. Schellnhuber und Rahmstorf versuchen immer wieder durch die Hintertür diese Szenario-Computerspielereien in den Klimamodellen der Öffentlichkeit als angeblich glaubwürdige und belastbare Prognosen zu verkaufen, was sie aber in Wirklichkeit aber nicht sind und auch niemals und nie sein werden. Denn eine Prognose ist definiert, dass fixe, das heißt unabänderliche Daten und Fakten aus der Vergangenheit linear in die Zukunft fortgeschrieben werden. Wenn man nur eine einzige Variable aus der Zukunft diesen fixen Daten und Fakten hinzufügt, um die Prognose zu modifizieren, ist das Ganze keine Prognose mehr, sondern per Definition ein sogenanntes Szenario. Und erstellt man dann mehrere Szenarien mit jeweils unterschiedlichen Parametern, Variablen, Annahmen und bündelt dann diese Szenarienergebnisse zu einer Gesamtbehauptung, ist das Ganze eine sogenannte szenarienbedingte Projektion. Und genau nur das machen die Klimaforscher mit ihren Computer-Klimamodellen. Wo wir diese wichtige Differenzierung dieser drei Begriffe nun in aller Deutlichkeit klargestellt haben, lesen Sie mal, was eine Juristin beim Rechtsdienst des öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehens im Mai 2020 aktuell in einer Antwort zur Beschwerde über die Sendung Klimawandel – Die Fakten den Beschwerdeführern allen Ernstes zumutet. Selbst wenn gewisse IPCC-Szenarien weniger weit gingen als die im Doc Klimawandel die Fakten gezeigten Prognosen, wäre dies kein Beleg dafür, dass die Aussagen der Wissenschaftler falsch sind. Prognosen sind immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Zudem sind Prognosen zum Klimawandel stark davon abhängig, mit welcher Geschwindigkeit sich das Klima erwärmt. Im Doc-Film wird auf diese Unsicherheit ausdrücklich hingewiesen, indem Folgendes gesagt wird. Je weiter man in die Zukunft schaut, desto komplexer wird es vorherzusagen, wie sich das Klimasystem der Erde verhalten wird. Bei Klimavorhersagen besteht eine Unsicherheit in Bezug auf das, was unsere Generation und die künftigen Generationen in Zukunft tun werden. Das Problem für das Schweizer Fernsehen ist nun allerdings, dass in dem Originalausschnitt bei der britischen BBC der Professor Tim Lenton einen anderen Ausdruck verwendet hatte. Er hatte nämlich Climate Projection gesagt. Hören Sie mal. Uncertainty in climate projection. Not least because we don't know what our generation when we're older is going to be doing and what the future generations are going to be doing. Professor Tim Lenton hatte also Klimavorhersagen gar nicht gesagt. Und nur das ZDF hatte bei seiner Version der BBC-Dokumentation den korrekten Begriff Projektion genannt.
Die Projektionen sind nicht zuletzt deshalb ungewiss, weil wir nicht wissen, was unsere Generation oder was künftige Generationen tun werden. Und das ORF übersetzte sogar ganz dreist an dieser Stelle den Begriff Climate Projection mit dem falschen Begriff Prognosen. Die Prognosen sind unsicher, weil wir nicht wissen, was unsere Generation tut, wenn sie älter wird und wie die künftigen Generationen leben werden. Und hier nochmal alle vier Versionen des gleichen Originalzitats von Professor Tim Lenten auf einen Blick. Beachten Sie, dass Lenten den Begriff Climate Projection als Singularbegriff verwendet. Und alle drei deutschsprachigen TV-Sender machen bei der Übersetzung einen Pluralbegriff daraus. Aber Lenten wendet auch den gleichen suggestiven Trick wie Schellnhuber an, indem er den fälschlichen Eindruck vermittelt, der Wandel des Klimas wäre einzig und allein von den Aktivitäten der Menschheit abhängig. Auch wenn das ZDF in diesem Fall mal ausnahmsweise der einzige der drei deutschsprachigen TV-Sender ist, der den Begriff Climate Projection mit Projektion halbwegs korrekt ins Deutsche übersetzt hat, hat das ZDF nur vier Wochen später in einem Terra X Internet-Video über angeblich 7 Fakten zum menschengemachten Klimawandel eine grafische Animation über das zukünftige Klima gezeigt. Und schauen Sie mal, welcher Ausdruck dort am Ende von der ebenfalls in Gänze sehr kritikwürdigen Animation auftaucht. Vor 10.000 Jahren pendelte sich die Temperatur auf ein bemerkenswert stabiles Niveau ein. Mit der Industrialisierung und der damit einhergehenden massenhaften Emission von Treibhausgasen beendete der Mensch diesen Zustand. Und seit dem Jahr 2010 steigt das Thermometer stärker an als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. So ist es fast nicht weiter verwunderlich, dass die Schweizer Juristin des SRG-Rechtsdienstes das Verwirrspiel um diese drei wichtigen Fachbegriffe Prognose, Projektion und Szenario auch noch fortsetzt. Die von den Beschwerdeführern aufgeführten Quellen belegen, dass es auch Wissenschaftler gibt, welche die im Film gezeigten Szenarien anders bewerten. Sie belegen aber nicht, dass die Szenarien falsch sind. Nicht nur, dass die Juristin offensichtlich nicht weiß, dass Szenarien weder Prognosen noch Vorhersagen sind, sondern es gibt nur Projektionen für Szenarien. Das heißt, wir können immer nur ein Szenario erstellen. Es sind Geschichten über die Zukunft, die wir mit Modellen auf sehr komplizierte Weise erzählen. Geht die Juristin zusätzlich von der fälschlichen Annahme aus, Szenarien über die Zukunft müssten entweder richtig oder falsch sein. Ob solche Szenarien richtig oder falsch sind, kann effektiv erst dann überprüft werden, wenn der Zeitraum abgelaufen ist, auf den sich die Szenarien bezogen hatten. Das Schöne ist, als Zukunftsforscher kann ich jeden Irrsinn behaupten und erst in der fernen Zukunft wird es rauskommen, dass es Irrsinn war. Bis dahin kann jedwedes Szenario weder als falsch noch als richtig bewertet werden, sondern es sind Geschichten über die Zukunft, die wir mit Modellen auf sehr komplizierte Weise erzählen. Denn das chaotische System der Atmosphäre lässt sich auf Basis noch so vieler umfangreicher fixer Daten aus der Vergangenheit definitiv nicht länger als 4 bis 5 Tage in die Zukunft glaubwürdig prognostizieren, weil in der atmosphärischen Realität immer wieder aktuelle Geschehnisse aus der Gegenwart das atmosphärische Ergebnis beeinflussen. Dirk Maxeiner hat das im Jahr 2007 mal sehr anschaulich am Beispiel eines Billardspiels beschrieben. Und das Klima ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Sie müssen sich das wie so ein Poolbillard vorstellen. Und wie Sie wissen, also wenn man den ersten Stoß nur geringfügig ändert, kommt ein komplett anderes Ergebnis raus. Und wir wissen beim Klima noch nicht mal, wie viele Kugeln im Spiel sind. Aber in der Chaostheorie geht es bei Weitem nicht nur ums Wetter. Auch sehr simple Dinge sind chaotisch. Hängt man an ein Pendel, einer der berechenbarsten Dinge überhaupt, ein weiteres Pendel, gibt es keine Chance mehr, die Bewegung zu berechnen. Ist der Startpunkt minimal verschoben oder gibt es einen minimalen Luftzug, legt das Pendel eine Strecke zurück, die nichts mehr mit der vorherigen zu tun hat.
Die Chaostheorie findet. Gewiss kann also ein Schmetterling für einen Tornado sorgen. Böse Tiere sind sie deswegen nicht. Denn wie Edward Lawrence sagte, wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen kann, so kann er auch den Effekt haben, ihn zu verhindern. Um das Wetter mit hundertprozentiger Sicherheit. Obwohl Schellenhuber und Ramsdorff das alles wissen, halten sie trotzdem weiterhin vorsätzlich am falschen Begriff Prognose im Untertitel von Der Klimawandel fest. Nach der Willkürbehandlung des Begriffs Prognose durch Schellenhuber und Ramsdorff ist es genauso eine Prognose, dass in Zukunft mehr Wespen Jagd auf das linke Auge von Schellenhuber machen werden, wenn Schellenhuber weiterhin an seiner bedenklichen Betrugsbehauptung festhält. Und die dritte Unschärfe ist, dass die 9. Auflage eben nicht völlig überarbeitet wurde, wie von Ramsdorff auf seiner Webseite behauptet wird, sondern bereits die vorherige 8. Auflage mit der damaligen Erstveröffentlichung im Juli 2018. Die perfiden Änderungen von Ramsdorff und Schellenhuber in der 8. Auflage werden gleich in wenigen Minuten in diesem Video noch wichtig werden. Die 9. Auflage aber ist nur eine identische Kopie der 8. Auflage, ohne inhaltliche und ohne sachliche Änderung. Für mich, der bereits die 8. Auflage mit den inhaltlichen Änderungen zur 7. Auflage gekauft hatte, ist diese Bezeichnung völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage bei der 9. Auflage definitiv eine Irreführung und eine Täuschung des Käufers, weil die 9. Auflage mit der 8. Auflage in Wahrheit vollkommen identisch ist. Auch ist auf der Rückseite die Bezeichnung Originalausgabe grundsätzlich irreführend, denn die eigentliche Originalausgabe von Der Klimawandel ist nur die 1. Auflage aus dem Jahr 2006. Aber obwohl es eigentlich nur eine Formalie ist, kann man daran trotzdem sehr gut erkennen, wie viel Wert Ramsdorff und Schellenhuber auf wissenschaftliche Präzision und Genauigkeit bei ihren Publikationen legen. Meinen Sie etwa das? Jedenfalls haben die beiden jede Menge kriminelle Energie. Michael, kriminelle Energie, sowas lässt sich nicht beweisen. Diese vermeintlich kriminelle Energie bei Ramsdorff und Schellenhuber können Sie nun bei der 4. Täuschung in Der Klimawandel selbst beurteilen. Denn wie bereits erwähnt, sind auf der Ramsdorff-PIK-Webseite unter der Rubrik Inhalt des Buches unter Punkt 2 die globale Erwärmung, die Seiten 29 bis 52 aus Der Klimawandel als PDF-Datei abrufbar. Aber diese 24 Seiten stimmen nicht mit der aktuellen 9. Auflage überein, worüber aber Ramsdorff nicht informiert. Die Seiten 29 bis 52, die dort aufrufbar sind, sind in Wahrheit eine Kopie aus der 7. Auflage von Der Klimawandel aus März 2012. Was? Über die Archivseiten der Wayback Machine lässt sich recherchieren, wie sich die PDF-Datei über das Kapitel 2 aus Der Klimawandel zwischen der 1. und der 7. Auflage seit dem Jahr 2006 in einigen sprachlichen und informativen Details geändert hat. In unserem Blogtext aus 2017 findet sich ein Link dazu. Und habe ich dann wirklich alle Seiten gesehen, bleibt nur eine Frage. Wo ist das Problem? Wo, wo ist das Problem? Wo, wo ist das Problem? Wir können nicht verstehen. Wo, wo ist das Problem? Wo, wo ist das Problem? Das Problem für Ramsdorff und Schellenhuber ist nun allerdings, dass bis zur 7. Auflage von Der Klimawandel eine globale Temperaturgrafik gezeigt wurde, die die 15 Grad Celsius aus dem von den beiden selbst ja auch definierten globalen Temperaturnormwert eines natürlichen Treibhauseffektes nie erreicht hat, geschweige denn jemals überschritten hat.
Der globale Temperaturhöchstwert in der Grafik in der Klimawandel auf Seite 37 lag lediglich bei 14,5 Grad Celsius. Ähnliche Grafiken mit einem globalen Temperaturhöchstwert von maximal 14,5 Grad verwendete auch Harald Lesch im Jahr 2018 bei seinen Vorträgen und auch ein Mojib Latif. Und so eine Grafik findet sich auch in einem TV-Bericht des RBB im Jahr 2017, als über das 25-jährige Jubiläum des PIC in Potsdam berichtet worden ist. Die Welt wird zum Treibhaus. Das Leben auf der Erde verändert sich. Schon jetzt. Auch uns werden die Folgen des Wandels häufiger treffen, wenn die globale Temperatur weiter steigt. Stürme werden stärker und Regenfälle zu Sintfluten. Die Klimaforscher. Sie sehen, auch diese Grafik, die im TV-Beitrag über 25 Jahre PIC Potsdam verwendet worden ist, weist sogar keinen einzigen globalen Temperaturwert aus, der seit 1850, also in einem Zeitraum von 200 Jahren, jemals die 15 Grad Celsius aus dem natürlichen Treibhauseffekt überschritten hat und bis zum Jahr 2050 nie wirklich und ernsthaft überschreiten wird. Den seit über 30 Jahren von den Klimafolgenforschern behaupteten verstärkten Treibhauseffekt, der nach deren eigenen Argumentation oberhalb von 15 Grad Celsius liegen müsste, gibt es also in Wahrheit gar nicht. Ob Ramsdorf und auch ein Harald Lesch jemals begreifen werden, dass sie mit ihren eigenen Schwindeleien bereits heftig aufgeflogen sind? Und dieser natürliche Treibhauseffekt wird eben verstärkt. Ein kurzer Blick zurück aufs Jahr 2016, denn seit gestern ist es offiziell. Die Jahresdurchschnittstemperatur für 2016, die lag bei 14,8 Grad. Und es ist damit das wärmste Jahr seit Ende des 19. Jahrhunderts weltweit die Temperaturen gemessen werden. Also bitte, Herr Lesch, Herr Ramsdorf, wo bitte ist der durch den Menschen verstärkte Treibhauseffekt, der oben auf der Schulbuchseite bei 15 Grad Celsius plus X ausgewiesen wird, wenn die höchste jemals ermittelte Globaltemperatur lediglich bei 14,8 Grad Celsius liegt und damit der globale Temperaturwert von 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt nach dem Ende der kleinen Eiszeit nie erreicht, geschweige denn seit über 150 Jahren jemals überschritten worden ist. Und was hat nun Stefan Ramsdorf gemacht, als wir ihn mit diesem Widerspruch auf den Seiten 31, 49 und 37 im Buch Der Klimawandel im Jahr 2017 und 18 durch unser Schulbuchvideo ebenfalls öffentlich konfrontiert haben? Ramsdorf erstellt im Februar 2018 einen Verwirrspiel-Blogtext, wo er unser Hauptargument aus Der Klimawandel gar nicht entkräftet. Ramsdorf verschweigt und ignoriert in seinem Verwirrspiel-Blocktext das Hauptargument, dass die 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt seit über 150 Jahren gar nicht überschritten worden sind. Und dieses Argument ist ja nicht unser Argument, sondern ist seit über 30 Jahren das Argument der Klimafolgenforschung für die angebliche Gefährlichkeit einer Erderwärmung. Und dieses Argument lässt sich auch unter anderem im Buch Der Klimawandel bis zur aktuellen 9. Auflage aus Oktober 2019 eindeutig belegen. Aber gut ein Jahr zuvor, im Juli 2018, geschah bereits der heftige Oberhammer. Denn Ramsdorf und Schellnhuber entfernen ab der Auflage 8 im Juli 2018 aus der Abbildung 2.3. in der Klimawandel die globalen Absoluttemperaturen am rechten Y-Achsenrand der Grafik auf Seite 37. Die sich nun in der 8. Auflage auf Seite 36 befindet. Durch dieses Entfernen der globalen Absoluttemperaturen haben Schellnhuber und Ramsdorf den wahrlich argumentativen Genickbruch ihrer eigenen widersprüchlichen Argumentation aus ihrem Buch nun entfernt. Durch dieses Weglassen der globalen Absoluttemperaturen kann ein interessierter Leser nun nicht mehr unmittelbar erkennen, dass ein verstärkter Treibhauseffekt durch ein Übersteigen der 15 Grad in Wirklichkeit gar nicht existiert. Der Deutsche Hochschulverband hat den Vorschlag unterbreitet, in das Strafgesetzbuch einen Straftatbestand einzuführen, der Wissenschaftsbetrug heißt. Aber wie gesagt, es befinden sich die relevanten Seiten 31, 49 und 37 der 7. Auflage
weiterhin noch im Internet auf den PIC-Webseiten des Stefan Rahmstorf. Aber Sie dürfen sich wohl zu Recht fragen, wie lange noch? Aber vergleicht man nun beide Grafiken noch etwas genauer, fallen noch weitere Manipulationen zwischen der siebten und der achten Auflage in dieser Globaltemperaturgrafik in der Abbildung 2.3 auf. Während in der 2012er Grafik die bekannte Kältephase in der Zeit von 1940 bis 1970 unterhalb der Nulllinie liegt, ist diese gleiche Kältephase in der 2018er Grafik erkennbar geglättet und sie liegt auch nun deutlich oberhalb der Temperatur-Nulllinie. Überhaupt scheint das Temperaturniveau zwischen beiden Grafiken um ca. 0,3 Grad Celsius angehoben worden zu sein. Das wird aber wohl daran liegen, weil in der 2018er Grafik ein kälterer 30-Jahres-Zeitraum zugrunde gelegt worden ist, den Rahmstorf und Schellnhuber in dem Legendentext ihrer Grafik aber nicht näher benennen. Es fällt aber auf, dass als Quelle nun nicht mehr das Hadley Center benannt wird, sondern nun als Quellenfußnote 44 NASA ausgewiesen wird. Das ist sehr merkwürdig, dass nun die beiden Grafiken mit diesen vermeintlich unterschiedlichen Quellen, Hadley Center und NASA, so ein unterschiedliches Temperaturniveau ausweisen, wo doch James Hansen in seinen Arbeiten von 1999 und 2010 noch die Konsistenz beider Temperaturdatensätze weitestgehend bestätigt hatte. Wir hatten diesen Sachverhalt im letzten Video über James Hansen explizit dokumentiert. Deshalb, es passt nun offenbar alles hinten und vorne nicht mehr in der 2018er Grafik, die Rahmstorf und Schellnhuber auf der Seite 36 in der Abbildung 2.3 ausweisen. So scheint es, auf den ersten Blick. Aber es würde fast alles wieder passen, wenn man die Nulllinie bei einem globalen Absoluttemperaturwert von 13,69 Grad definieren würde, wie es auch im vierten IPCC-Bericht 2007 ermittelt werden konnte und es die WMO in Genf in ihrem 2018er Bericht rechnerisch erwähnt hatte. Auf Basis der Seite 8 des WMO-Berichts für 2018 lassen sich globale Absoluttemperaturwerte für folgende 30 Jahreszeiträume ermitteln. Der Zeitraum von 1961 bis 1990 wird von der WMO bei 14 Grad Celsius definiert, der Zeitraum von 1981 bis 2010 um 0,3 Grad Celsius höher, also bei 14,3 Grad Celsius. Und der 51-Jahres-Zeitraum von 1850 bis 1900 ist um 0,3 Grad kälter als der Zeitraum von 1961 bis 90, also liegt bei rund 13,7 Grad. Es passen somit auch die 13,69 Grad aus dem vierten IPCC-Bericht 2007 mit den 13,7 Grad, die die WMO 2018 für den Zeitraum ab 1850 seit dem Ende der kleinen Eiszeit ausgewiesen hatte. Es ist also auf Basis der globalen Absoluttemperaturwerte alles konsistent. Und hier nochmal alle drei Zeiträume und die von der WMO zugewiesenen Globaltemperaturwerte im Überblick. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die NASA den Zeitraum von 1951 bis 1980 ebenfalls mittlerweile einem Globaltemperaturwert von 14 Grad Celsius zugewiesen hat. Obwohl James Hansen ja damals bei seiner Anhörung vor dem US-Senat noch mit 15 Grad argumentiert hatte. Auf Grundlage der 14 Grad des Zeitraums von 1961 bis 1990 lassen sich durch die logische Verknüpfung auch für die anderen beiden Zeiträume eine absolute Globaltemperatur zuweisen, die auch logisch mit allen anderen vorherigen Behauptungen der WMO seit dem ersten WMO-Bericht im Jahr 1992 bis heute konsistent sind. Aber machen Sie sich auch klar, dass diese WMO-Publikation dokumentiert, dass in den 161 Jahren von 1850 bis 2010 die Globaltemperatur lediglich um 0,6 Grad, das heißt von 13,7 auf 14,3 Grad, angestiegen ist und heute immer noch unterhalb der perfekten 15 Grad Celsius liegt. 15 Grad Celsius. Jetzt ist die Erde perfekt. Dieser Wert von 13,7 Grad für 1850 bis 1900, den die WMO ermittelt hat,
ist nachweislich auch der deutschen Bundesregierung bekannt, was in der Bundestagsdrucksache 19/18/287 vom 20.03.2020, also ziemlich aktuell, bestätigt wird. Die deutsche Bundesregierung schreibt dort wörtlich: Ein von der WMO für anschauliche Vergleiche verwendeter absoluter Wert für die mittlere Temperatur oberflächennaher Luftschichten in dem Zeitraum 1850 bis 1900 liegt bei ca. 13,7 Grad Celsius. Und welchen Temperaturwert für das Jahr 1850 hatte nochmal PIK-Klimaforscher Anders Levermann bei der öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag genannt? Davor, ja. Die Temperatur ist die mittlere Temperatur um 1850, die wissen wir relativ genau, ist im Bereich von 15 Grad. Diese offenkundige Falschbehauptung von Anders Levermann wird auch in der Bundestagsdrucksache kritisch erwähnt, aber von der deutschen Bundesregierung nicht weiter kommentiert, obwohl es notwendig gewesen wäre. Denn es wird zunehmend offensichtlich, dass die politisierte Klimafolgenforschung die angebliche Erderwärmung in perfider Weise einzig und allein auf die Industrialisierung seit 1850 geschoben hat, anstatt auch zu berücksichtigen, dass um 1850 das Ende der kleinen Eiszeit und damit ein globaler Temperaturtiefpunkt gewesen ist, was auch historisch anerkannt und belegt ist. Die kleine Eiszeit kühlt die Temperaturen in Mitteleuropa um mehrere Grad ab. Klirrender Frost im Winter und kurze, nasse Sommer bringen Elend und Not. Die dramatischsten Auswirkungen hatte die kleine Eiszeit sicherlich auch im Bereich der Krankheiten. Das sind einmal die bekannten Seuchen, Pest, Cholera, Pocken, die viel mehr Menschen dahingerafft haben. Man war ja geschwächt. Aber auch bei den ganz profanen Krankheiten haben wir eigentlich dramatische Auswirkungen, wenn der Winter eisig ist und das Frühjahr ganz spät kommt und man nicht erkältet in einer schlecht geheizten Stube, dann kommt man schlecht wieder auf die Beine und viele sind gar nicht mehr hochgekommen. Deshalb nun wieder zurück zur Grafik von Abbildung 2.3 in Der Klimawandel. Denn wir haben nun mal die 2018er Grafik mit Absoluttemperaturen ergänzt. Wobei die Nulllinie nun bei 13,69 Grad Celsius liegt. Und Sie sehen, es passt dann wieder fast alles. Was genau noch nicht passt, dazu komme ich noch in ein paar Minuten in diesem Video. Aber Sie sehen, dass das absolut Globaltemperaturniveau mit der Grafik aus 2012 nun wieder passt. Ramsdorf und Schellnhuber haben nur die Nulllinie tiefer gelegt. Anstatt bei 14 Grad liegt die Nulllinie nun bei 13,7 Grad. Im Prinzip hat sich zur 2012er Grafik also nichts geändert. Dass beide Grafiken aber die gleichen Temperaturwerte ausweisen, können Sie aber nur feststellen, wenn Sie der Nulllinie die korrekte absolute Globaltemperatur zuweisen, womit dann beide Grafiken vergleichbar werden. Ansonsten sieht es so aus, als ob es in der 2018er Grafik wärmer geworden ist, was aber in Wahrheit nicht stimmt, sondern die 2018er Grafik basiert lediglich auf einem um 0,3 Grad Celsius kälteres Temperaturniveau. Machen Sie sich bewusst, dass auch ein Mehrjahres-Temperaturzeitraum von 30 oder 50 Jahren alleine nicht ausreicht. Sondern Sie brauchen dafür auch immer die Zuweisung einer Absoluttemperatur, die dann die Nulllinie definiert. Wir blenden nun mal die relevanten Zahlenwerte für die jeweilige Nulllinie ein, die Ramsdorf und Schellnhuber in der Grafik 2.3 aber nicht angegeben hatten. Hinzu kommt, dass durch die globalen Absoluttemperaturen ja logisch ersichtlich ist, dass ein menschverstärkter Treibhauseffekt gar nicht existiert. Das ist in Wahrheit das Motiv, warum Ramsdorf und Schellnhuber die globalen Absoluttemperaturen seit der 2018er Ausgabe von Der Klimawandel nicht mehr angegeben haben. Und deshalb behauptet Ramsdorf auch vor laufender Kamera, die absolute Globaltemperatur sei angeblich ungenauer. Oder auch, man könne sie eigentlich gar nicht genau ermitteln. Meistens wird es noch so verdreht, habe ich das gerade wieder gelesen. Wir Klimaforscher und ich persönlich würden behaupten, 15 Grad sei die optimale Temperatur und da seien wir ja noch drunter, also kann es ja eigentlich kein Klimaproblem geben. Das Problem dieser Argumentation ist, dass wir die absolute globale Temperatur gar nicht genau kennen,
nur auf etwa 1 Grad genau. Sie sind ja sowas von langweilig. Der eine Teil Ihres Gehirns funktioniert wie bei einem Genie, der andere allerdings hat viel von einem Schwachsinnigen. Ist das eine krasse Behauptung von Ramsdorff? Denn er blendete ja zum Abschluss seines Vortrages bei der Uni Mainz sein Buch Der Klimawandel ja ein. Und in diesem Buch stehen ja seit der ersten Auflage im Jahr 2006 auf Seite 37 die absoluten Globaltemperaturen, ohne dass dort aber ein Hinweis zu lesen stand, dass diese Absoluttemperaturwerte angeblich ungenau seien und sich angeblich überhaupt nicht genau ermitteln lassen. Wie soll denn das überhaupt funktionieren, wenn Sie jahrelang in ein und derselben Grafik globale Absoluttemperaturen und relative Temperaturabweichung ausgewiesen haben? Wie können denn dann überhaupt die Temperaturdaten in der rechten Y-Achse ungenauer sein als die Temperaturdaten in der linken Y-Achse? Wie soll das gehen? Also, was soll das, Herr Ramsdorff? Es steht sogar unter der Abbildung 2.3, dass es sich sogar um gemessene Temperaturen von Wetterstationen handeln würde. Bemerkenswert daran, dass an dieser Stelle ab der 8. Auflage 2018 nun die Ergänzung hinzugefügt worden ist, gemessen von Wetterstationen und Satelliten. Also jetzt, wo sogar die Satellitenmessungen hinzugefügt worden sind, soll alles noch ungenauer und überhaupt nicht mehr messbar sein. Der eine Teil Ihres Gehirns funktioniert wie bei einem Genie, der andere allerdings hat viel von einem Schwachsinnigen. Und fällt Ihnen noch etwas auf an diesen beiden Grafiken? Wenn ich die Stelle mit jeweils roten Kreisen markiere, die ich konkret meine. Richtig, Ramsdorff und Schellnhuber haben in der Klimawandel den Hiatus, also die Globaltemperaturstagnation von 1998 bis ca. 2014, komplett verschwinden lassen. Denn interessant ist ja, dass sowohl die Grafikanimation bei ARD Kontraste aus Januar 2018 als auch die Grafik in der aktuellen 9. Auflage von Der Klimawandel beides Male als Quelle NASA ausgewiesen wird. Und einmal ist der Hiatus deutlich erkennbar und einmal nicht. Was? Am 17. März 2019 kritisierten Sie, Herr Ramsdorff, in einem Tweet, dass wir in einer IPCC-Grafik aus dem 4. IPCC-Bericht 2007, an dem Sie selbst nach eigenen Bekunden sogar einer der Autoren gewesen sind, dass wir mit roten Linien und mit dem roten Eintrag von Absoluttemperaturen verdeutlicht haben, zwischen welchen beiden absoluten Globaltemperaturwerten seit 1850 bis ca. 2004 die Globaltemperatur geschwankt ist, nämlich zwischen 13,69 bis 14,48 Grad, was eine Globaltemperaturerhöhung von 0,79 Grad bedeutet. Die Werte lassen sich auch durch die WNO in Genf bestätigen. Sie behaupten trotzdem wörtlich in Ihrem Tweet, wir hätten die Grafik angeblich verändert. Das ist aber falsch und unwahr, sondern wir haben die Grafik mit wichtigen absoluten Werten als zusätzliche Information ergänzt, ohne etwas dadurch an der alten Grafikdarstellung in seiner Aussage verändert zu haben. Wir haben auch nichts fehlinterpretiert, wie Sie außerdem behaupten. Auch behaupten Sie, dass es sich bei der IPCC-Grafik um angeblich Hadley-Daten handeln würde. Auch das stimmt nicht. Das weist der IPCC-Bericht nämlich in der Legende nicht aus. Und auch die von Ihnen behauptete Unsicherheit weist die IPCC-Grafik nicht aus, sondern es steht in der deutschen übersetzten Version in der Legende wörtlich: Die schattierten Flächen zeigen die geschätzten Unsicherheitsbereiche aufgrund einer umfangreichen Analyse bekannter Unsicherheiten. Und wenn man sich nun die hellblauen schattierten Flächen genauer anschaut, stellt man eine Unsicherheitsspanne von plus minus 0,1 Grad fest. Das heißt, die Schwankungsbreite pendelt bei der IPCC-Grafik für 1850 zwischen 13,79 und 13,59 Grad Celsius und nicht zwischen plus minus 0,5 Grad Celsius, wie Sie es für die Hadley-Daten behaupten. Wenn diese Unsicherheit bei den Hadley-Daten jahrelang bestand, dann sollten Sie sich mal fragen, warum Sie diese Unsicherheit nie in der Abbildung 2.3 auf Seite 37 von Der Klimawandel erwähnt haben, Herr Ramsdorff.
Sehr merkwürdig, Herr Rahmstorff. Denn Sie, Herr Rahmstorff, behaupteten ja in Ihrem Vortrag in Mainz auch folgende steile These. Und wahrscheinlich ist die globale Mitteltemperatur eben heute bereits höher, als sie jemals im Holozän gewesen ist und damit eben auch höher als in der gesamten Zivilisationsgeschichte der Menschheit. Ja, einen großen Schluck aus der Pulle würde ich an Ihrer Stelle auch nehmen, denn den werden Sie nun für die letzten gut 20 Minuten in diesem Video auch brauchen. Denn es gibt ja nun sogar auch eine Website, die von Meteorologen der NOAA betrieben wird. Und dort wird sogar die tägliche absolute Globaltemperatur ausgewiesen. Und die liegt gegenwärtig bei unter 14 Grad Celsius. Hallo? Wie gesagt, sehr merkwürdig, Herr Rahmstorff. Weitere Frage, die sich nun stellt, welche angeblich nicht genauen globalen Absoluttemperaturwerte haben denn dann jahrelang die Klimaexperten wie Schönwiese, Kubasch, Kasank, Kromkolb und Vormeier, um nur einige zu nennen, in ihren Büchern ausgewiesen? Welche angeblich nicht genauen globalen Absoluttemperaturwerte stehen denn dann seit Jahren in zahlreichen deutschen Schulbüchern, Herr Rahmstorff? Welche angeblich nicht genauen Absoluttemperaturwerte stehen denn dann jahrelang in mehreren Ausgaben von Der Spiegel, Herr Rahmstorff? Und die wohl interessanteste Frage, was für einen genauen Absoluttemperaturwert von umgerechnet 15,4 Grad Celsius haben Sie selbst denn dann eingeblendet, Herr Rahmstorff, als Sie den New York Times Artikel von James Hansen in Ihrem Vortrag gezeigt, erwähnt und damit argumentiert haben? Die Widersprüchlichkeit von Rahmstorff fällt ganz besonders auf, wenn man Rahmstorffs Antwort an die Fragestellerin unmittelbar an seine Lobhudelei über James Hansen anfügt. Hören Sie mal. Und erst 23 Jahre nach dem Revell Report hat Jim Hansen berühmterweise dem amerikanischen Senat 1988 gesagt, die lange vorhergesagte Erwärmung, die ist jetzt da. Das Problem dieser Argumentation ist, dass wir die absolute globale Temperatur gar nicht genau kennen, nur auf etwa 1 Grad genau. Wann und wo denn in Ihrem Vortrag über James Hansen war denn von Ihnen der Hinweis, Herr Rahmstorff, dass James Hansen ja 10 Jahre später diesen damaligen Temperaturwert um 1 Grad Celsius heruntergesetzt hat? Wo haben Sie das erwähnt? Und wie genau waren denn dann die globalen Absoluttemperaturen, die Sie ja dann auch noch benutzt haben, um eine Klage gegen Exxon in Ihrem Vortrag begründend zu erwähnen? Vorhergesagt haben, was da passieren wird. Und sogar noch früher hat ein Exxon-Wissenschaftler diese schöne Analyse veröffentlicht, wo er einen ganzen Eiszeitzyklus, also die letzten 150.000 Jahre, darstellt und vorhersagt, dass es ein Superinterglazial, also eine superwarme Zwischeneiszeit geben wird, die sogar noch wärmer als die EM-Zwischeneiszeit ausfallen werde. Diese Dokumente kommen jetzt alle ans Tageslicht und Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass ein Prozess gegen die Firma Exxon in New York angelaufen ist, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, wegen Täuschung der Öffentlichkeit, weil Exxon eben in den internen Dokumenten völlig klar anerkannt hat, was für Schäden ihr Produkt anrichten wird und welche Gefahren für die Menschheit es mit sich bringt, der Öffentlichkeit aber eine völlig andere Geschichte erzählt hat. Es ist wirklich krass, was Rahmstorff erzählt und wie Rahmstorff die Öffentlichkeit durch seine Halbwahrheiten täuscht. Denn wenn man sich die Grafik anschaut, weist Exxon in dieser Grafik aus 1977 Globaltemperaturen aus, die im Vergleich mit den heutigen Globaltemperaturen um einige Grade zu hoch waren. Aber das merkt der kundige Zuschauer nur, wenn man die Fahrenheit-Werte in Celsius umrechnet, was wir nun mal gemacht haben. Und Sie sehen, Rahmstorff nutzt die Dummheit der Zuschauer aus, dass sie auf Anhieb bei seinen Vorträgen nicht wissen, wie viel Grad Fahrenheit, wie viel Grad Celsius sind, wie auch erneut in diesem weiteren sehr prominenten Beispiel. Wie viel Grad Celsius entspricht 32 Grad Fahrenheit?
du nicht? Wir können antworten. Ganz wenig. 10 Grad oder so. Dann löse ich auf. Ich würde schätzen 0. 0 Grad. Ach, ja. Okay. Gut geschätzt, aber nicht gedrückt. Ja. Kein Punkt. Und wenn Sie sich nun in der Exxon-Grafik genau anschauen, bei welcher Globaltemperatur die angeblich durch Kohlendioxid induzierte Warmzeit liegen müsste, dann ermitteln Sie einen globalen Temperaturwert zwischen 17 und 18 Grad Celsius, wobei die Exxon-Grafik eine gestrichelte Normaltemperaturlinie bei global 15,6 Grad Celsius bzw. 60 Grad Fahrenheit ausweist. Wir alle wissen ja, und auch Stefan Rahmstorf weiß es, dass noch nicht mal global 15 Grad bis heute weder erreicht und auch seit 1850 noch nie überschritten worden sind. Und mit dieser Alarmismusgrafik aus 1977 mit Temperaturwerten, die überhaupt nicht und nie eingetreten sind, soll nun Exxon verklagt werden? Ja. Hinzu kommt, dass der Temperaturwert von 15 Grad aus dem natürlichen Treibhauseffekt im Gegensatz zu den alarmistischen Behauptungen in dem Exxon-Papier im Jahr 1977 heutzutage aber gar nicht überschritten ist. Also, Herr Rahmstorf, was soll das ganze Theater? Aber wenn Sie nun als Antwort auf eine kritische Zuschauerfrage erzählen, dass man diese heutigen absoluten Globaltemperaturwerte gar nicht genau ermitteln könne, dass wir die absolute globale Temperatur gar nicht genau kennen, dann dürften ja wohl auch erst recht die Werte in der Exxon-Grafik von vor 43 Jahren ebenfalls kaum seriös ermittelbar gewesen sein. Und dann dürfte sich auch jeder logisch denkende Zuschauer fragen, auf welcher Beweislage soll dann Exxon überhaupt verklagt werden? Aber es kommt noch besser, denn diese nahezu gleiche Exxon-Grafik findet sich auch in mindestens 4 Büchern von Mojib Latif in den Jahren 2003 bis 2007, nämlich in dem Buch Hitzerekorde und Jahrhundertflut aus dem Jahr 2003, dann das Buch Klima aus dem Jahr 2004 und als drittes das Buch Herausforderung Klimawandel aus dem Jahr 2007 und zum Schluss das Buch Nummer 4 Bringen wir das Klima aus dem Takt, ebenfalls aus dem Jahr 2007. Mojib Latif gibt als Quelle in den 4 Büchern interessanterweise nicht Exxon an, sondern das Max-Planck-Institut für Meteorologie, was bekanntlich in Hamburg seinen Sitz hat. Aber in 2 der 4 Bücher fehlt die Angabe einer solchen Quelle komplett. Und vergleichen Sie die Exxon-Grafik, die Rahmstorf in seinem Vortrag gezeigt hat, mal mit Latifs Grafik genau, denn Mojib Latif hatte auch noch mal bei der Temperatur eine Schippe draufgelegt. Denn Latifs Kurve mit der angeblich globalen Treibhauserwärmung erreicht in seiner Grafik sogar fast die 20 Grad, wogegen die Exxon-Grafik aus dem Jahr 1977 lediglich eine Globaltemperatur bis ca. 18 Grad behauptet hatte. Und im Buch Klima aus dem Jahr 2004 hat Latif sogar die Temperaturkurve in der Grafik die 20 Grad Celsius übersteigen lassen und behauptet dort auf Seite 40 in dem Text unterhalb der Grafik wörtlich: Im Extremfall würden wir uns also einer Erdmitteltemperatur von ca. 20 Grad Celsius im Jahr 2100 nähern. Und weiter unten heißt es: Eine Erdmitteltemperatur von ca. 20 Grad Celsius hat es nach heutigen Erkenntnissen seit mindestens 1 Million Jahren nicht gegeben. Zusätzlich hatte Mojib Latif diese Grafik auch mehrfach in seinen öffentlichen Vorträgen verwendet, mit einer noch deutlicheren und anschaulichen Farbgebung. Beachten Sie, dass die Temperaturkurve in dieser Version der Grafik von Mojib Latif auch erneut die 20 Grad Celsius Marke übersteigt. Und erinnern Sie sich, auch in der aktuellen Ausgabe von Der Klimawandel findet sich bis heute auf Seite 48 der 20 Grad Alarmismus. Und Mojib Latif hatte damals in den Jahren 2007 bis 2010 mehrmals seinen 20-Grad-Alarmismus in den öffentlich-rechtlichen TV-Medien verbreitet. Dazu nun ein paar O-Töne als Zitatnachweise.
so bleiben soll. Wir möchten gerne in der Nähe des heutigen Klimas bleiben und nicht irgendwann bei einer Erdmitteltemperatur von 20 Grad sein, was ungefähr 4 bis 5 Grad mehr wäre als heute und das im Jahr 2100. Der zweite Punkt, natürlich hat es Klimawechsel in der Vergangenheit gegeben, das bestreitet ja auch keiner. Das Problem ist nur, dass wir dabei sind, eine Änderung anzustoßen, die auch wieder einmalig für die Geschichte der Menschheit wäre im globalen Sinne. Wir reden über 4 bis 5 Grad Temperaturänderung bis 2100. Das hat es in 100 Jahren nicht gegeben und wir hätten dann eine Erdmitteltemperatur von 20 Grad, die es in unserer Geschichte bisher auch noch nicht gegeben hat, das heißt seit mindestens einigen Millionen Jahren. So, das ist es eben. Klimawandel ist ja völlig normal und das ist ja auch kein Gegensatz zum Klimaproblem. Nur sind die Zeiträume ganz andere. Wissen Sie, die letzte Eiszeit, der Höhepunkt dieser Eiszeit war vor 20.000 Jahren. Weltweit ist die Temperatur seit damals um 5 Grad gestiegen. Wir würden jetzt im schlimmsten Fall das Gleiche aber in nur 100 Jahren machen. Dann hätten wir im Gegensatz zu heute eine Erdmitteltemperatur nicht von 15, sondern von 20 Grad. Damals während der Eiszeit waren es 10 Grad und das wäre einmalig in der Geschichte der Menschheit, das hat es noch nicht gegeben. Und der Knaller ist, dass Mojib Latif in einer Publikation im Jahr 2012, die auch die Uni Tübingen veröffentlicht hatte, weiterhin diese Grafik verwendet hatte, aber außerdem ein paar Seiten zuvor eine globale Temperaturkurve zeigt, die nun nur noch einen aktuellen Globaltemperaturwert von ca. 14,5 Grad Celsius zeigt. Stellt man nun beide Grafiken in Beziehung, dürfte jedem logisch denkenden Menschen klar werden, dass sich die Globaltemperatur seit über 150 Jahren in diesem Globaltemperaturbereich bewegt, was Mojib Latif ja mit seiner Grafik auf der Seite 430 zwangsläufig bestätigt hatte. Wir haben das nun mal mit Rotmarkierungen verdeutlicht. Und das gelbe Kästchen zeigt nun, in welchem globalen Temperaturbereich sich die globale Mitteltemperatur seit über 150 Jahren bewegt. Und das sollten Sie mal ein paar Sekunden wirken lassen. Denn es ist eigentlich unfassbar, dass Professoren und Studenten an einer deutschen Universität wie der Uni Tübingen diesen offensichtlichen und logischen Widerspruch seit fast 10 Jahren nicht erkennen wollen. Bemerkenswert ist auch der Satz unter der Grafik, der von Mojib Latif aus dem Jahr 2004 stammen soll und der sich auf diese gestrichelte Linie bezieht. Die in die Zukunft weisende gestrichelte Linie zeigt den normalen Verlauf der Temperatur in den kommenden Jahrtausenden, wie er sich aus der zukünftigen Änderung der Erdbahnparameter ergibt. Sie erkennen hoffentlich erneut, dass diese Klimascharlatane, wie hier Mojib Latif, seit 30 Jahren von einer gefährlichen Erderwärmung predigen, wogegen sogar deren eigenen Publikationen dokumentieren, dass sie dummes Zeug reden. Und Studenten und Professoren merken es nicht. Ja. Nun können Sie hoffentlich verstehen, warum es so merkwürdig ist, dass Ramsdorf bei der Uni Mainz nun erzählt, dass Exxon verklagt werden soll auf Grundlage einer Grafik, die von Mojib Latif und wohl auch vom MPI Met in Hamburg jahrelang noch alarmistischer aufgepimpt worden ist und dessen Temperaturwerte nachweislich vollkommen übertrieben und alarmistisch waren. Und die heutigen von der Klimafolgenforschung publizierten Globaltemperaturen bei weitem nicht erreicht haben, weil die heutigen Globaltemperaturen viel, viel niedriger sind, als sie 1977 in der von Ramsdorf vorgestellten Exxon-Grafik prophezeit wurden. Denn die gegenwärtige Globaltemperatur liegt ungefähr hier. Und Ramsdorf weiß das. Das alles erzählt Ramsdorf aber in seinem Vortrag bei der Uni Mainz nicht. Und stattdessen fälscht Ramsdorf in seiner Spiegel-Online-Kolumne im November 2019 ebenfalls diese Grafik. Denn Ramsdorf hat an der linken X-Achse die Absoluttemperaturwerte entfernt und legt stattdessen die Nulllinie dort fest, wo damals in der 1977er-Grafik die 60 Grad Fahrenheit bzw. die 15,6 Grad Celsius lagen. Aber diese Absoluttemperaturwerte sind nun für die Spiegel-Online-Leser durch Ramsdorf unsichtbar gemacht worden. Warum wohl?
Stattdessen hat Ramsdorf eine zweite Temperaturkurve einer angeblich aktuellen Computersimulation in die Grafik hinzugefügt, damit er der Öffentlichkeit wohl vorgaukeln kann, dass die damaligen Exxon-Behauptungen aus 1977 in dieser Grafik schon damals recht genau gewesen sein sollen. Trotzdem schreibt Ramsdorf in seinem Spiegel Online-Blogtext über die in der Exxon-Grafik von James Black eingezeichnete gestrichelte Linie, die ja auch schon Mojib Latif kommentiert hatte. Unrecht hatte er, also James Black von Exxon, auch mit seinem gestrichelten Zukunftsszenario, wonach ohne CO2 die Erde in den kommenden Jahrtausenden allmählich wieder in eine Eiszeit fallen würde. Denn höchstwahrscheinlich haben wir schon jetzt derart viel CO2 in die Atmosphäre geblasen, dass die nächste Eiszeit ausfallen wird, selbst wenn sofort alle Emissionen gestoppt würden. Der Mensch ist damit endgültig zu einer geologischen Kraft geworden und das heutige Zeitalter gilt zu Recht als das Anthropozän, die Menschenzeit. Wir haben nun, genauso wie in die Grafik von Mojib Latif, in die Grafik von Stefan Ramsdorf, auch die Absoluttemperaturwerte eingetragen, wie sie auch in der Original-Exxon-Grafik von James Black eingetragen waren, und haben auch die Umrechnung von Fahrenheit nach Celsius durchgeführt. Dadurch kann man, genauso wie Mojib Latif einige Minuten zuvor in diesem Video, auch Stefan Ramsdorf nachweisen, dass er weiß, dass in Wirklichkeit der globale Temperaturanstieg seit 1850 sich in diesem Temperaturkurvenbereich seiner Grafik bewegt und sich damit die globale Erderwärmung unterhalb der von Ramsdorf in seiner Grafik definierten Nulllinie bewegt und die Globaltemperatur seit über 150 Jahren noch nie diese Nulllinie überschritten hat. Richtig. Und hören Sie nun nochmal zu unserer Recherchegrafik den O-Ton von Stefan Ramsdorf. Und wahrscheinlich ist die globale Mitteltemperatur eben heute bereits höher, als sie jemals im Holozän gewesen ist und damit eben auch höher als in der gesamten Zivilisationsgeschichte der Menschheit. Hoffentlich konnte sich nun jeder in den letzten Minuten ein klares Bild davon machen, wie schizophren auch Stefan Ramsdorf als Klimafolgenforscher mit seiner Argumentation in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Wenn hier also jemand seit Jahren ein Verwirrspiel mit den globalen Absoluttemperaturen betreibt, dann ist es Stefan Ramsdorf selbst. Ich glaube nicht, dass es am Internet liegt. Ich glaube, es liegt eigentlich eher daran, dass Menschen eher auf Ängste hören als auf Fakten.